Und damit begrüße ich euch ganz herzlich zum zweiten Lauf der DSFM 2016 von Sim Racing Deutschland TV. Mein Name ist Kurt Krupp und natürlich bin ich heute Abend auch nicht wieder allein, sondern ich habe mir wieder meine wunderbaren Kommentatorenkollegen geschnappt, um euch heute dieses wunderschöne Programm zu bieten. Natürlich sind heute Abend wieder da Manuel Wendel. Hallo Manuel. Hallo Kurt. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, was uns heute erwartet. Das erste Rennen, da ging es ja drunter und drüber, vor allem am Start. Ich bin mal gespannt, wie die Fahrer sich heute am Start verhalten. Ob es da auch wieder die Kameralagen gibt, wie am Start in Interlagos, oder ob hier alle gut durchkommen. Ja, und natürlich nicht zu vergessen, wir haben gerade schon ein bisschen gewitzelt hier, unser dritter Kommentator, unser Experte Luca Borngesser. Hallo Luca. Jo, herzlich willkommen auch an auch von mir an alle Zuschauer da draußen und an euch. Ich bin auch gespannt heute auf das Rennen, vor allem besonders schöne Strecke heute mal. Ich denke, da werden wir einige schöne Bilder sehen. Ja, wir sind in Suzuka im fernen Japan auf dem Suzuka International Racing Course. Sollte fast jeder Motorsport Begeisterte kennen, diese traditionsreiche Strecke, die ja durch ihre vielen S-Kurven bekannt ist, aber auch für ihre ja, Höchstgeschwindigkeitspassagen bekannt ist. Also da werden wir heute Abend viel sehen. Ja, wir sind nahe der Stadt Suzuka, welche unweit von Nagoya liegt. Das ist eine ziemlich große Stadt in Japan. 1962 wurde die Strecke eröffnet vom Automobilhersteller Honda. Sollte halt eine Teststrecke werden und wurde vom niederländischen Rennstreckendesigner Hans Hugenholz errichtet. Teststrecke besonders deshalb, weil die Formel 1 erst ja gut 25 Jahre später da war. Premiere war 1987, also lange nur als Teststrecke benutzt, was aber die Strecke gar nicht verdient hat, denn wir werden jetzt gleich sehen, dass die Strecke es in sich haben wird. Ja, du hast gerade schon Hans Hugenholz erwähnt, also ich bin da wirklich Fan von ihm, er hat wirklich tolle Rennstrecken entworfen. Also Suzuka ist da schon das beste Beispiel, dennoch Sandford auch eine ganz besondere Strecke mit einem enormen Niveau für die Fahrer und ebenfalls auch Solda. Sehr tolle Strecke, mittlerweile modifiziert natürlich, und auch Jarama in Spanien mittlerweile nicht mehr im Formel 1 Kalender, aber auch also sehr besondere Strecke auf jeden Fall. Ja, dem kann man sich nur anschließen. Die Strecke ist wirklich wunderbar. Schön, dass sie noch im Formel 1 Kalender ist und auch in unserem Kalender ist, denn ja, Suzuka ist wirklich noch eine von den alten, traditionsreichen Strecken mit den Kiesbetten vor allem. Leider gibt es ja heutzutage fast gar keine Kiesbetten mehr. Wir haben wirklich richtig schnelle Highspeed-Passagen. Da haben wir nämlich gerade eine. Wir sind bei John Atkinson Jr. Und da sind wir gerade in einer der schnellsten Kurven. Die 130R heißt so, weil sie gerade genau 130 Grad ja, der Radius so ist. Und darum heißt sie so. Ja, das ist später dann auch einer der Überholpunkte. Ja, beziehungsweise hier haben wir sie. Nämlich Startziel ist natürlich noch die größere Überholstelle. Denn hier werden die Fahrer später DRS haben. Ja, die ersten Fahrer haben schon eine Zeit gesetzt. 1:33.0, im Moment die beste von Justin Hoppe. Lasst mich mal kurz auf die Pre-Quali-Ergebnisse gucken. Da haben wir nämlich dann schon eine Verbesserung. Da war nämlich die schnellste Zeit von Justin Hoppe übrigens auch nur noch 1:34.1, also sind wir schon mehr als eine Sekunde drunter. Also die Strecke scheint jetzt schnell zu sein, besonders weil wir natürlich auch viele Fahrer auf der Strecke haben. Ja, aber vor allem, was auch hervorzuheben ist, wir haben ziemlich knappe Zeitabstände. Lars Bohl mit 200stel dahinter. Also ich bin mal gespannt jetzt in den nächsten Minuten. Wir haben ja noch 25 Minuten im Qualifying, wie sich das Ganze entwickelt. Natürlich profitieren auch hier die Fahrer von den Windschattensituationen, auch vom DRS und Windschatten in der ersten Kurve. Also ich bin mal gespannt. Ja, wir können ja mal die Runde mitverfolgen. Also wir kommen ja auf die Startziel gerade. Topspeed bis zu 325 schätze ich jetzt mal etwa. Mit allen Möglichkeiten. Hier die erste Kurve ist auf jeden Fall die Schlüsselstelle im Rennen. Kurt hat schon gesagt.
Doppelrechtskurve, danach geht es in die ganzen S's. Sehr anspruchsvoll für die Fahrer und auch für die Reifen. Ja, du sagst es. In den S's ist es halt wichtig, dass man da den Rhythmus sozusagen hat. Wenn man eine Kurve nicht richtig trifft, dann wirkt sich das auch gleich auf die anderen Kurven aus. Also ist es wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Auch die Passage hier ist schwierig. Hier gab es schon heftige Abflüge in der echten Formel 1, diese Rechtskurve, denn innen der Randstein, der ist gefährlich. Man will natürlich so nah wie es geht an den Scheitel kommen, aber der Randstein ist da eben und der ist ziemlich hoch und gefährlich, denn da fliegt man ziemlich schnell ab. Hier auch eine Überholmöglichkeit im Rennen, viel Überraschungsangriff. Wir kennen es aus der echten Formel 1, Kamui Kobayashi hat es da schon oft genug gezeigt. Genau, genau. Überraschungsangriff wirklich in allerletzte Rille reinbremsen, da muss der Hintermann natürlich oder der Vordermann entsprechend dann auch wirklich mitspielen. Ja, jetzt kommen wir hier in die Löffelkurve. Boom Corner auf Englisch genannt. Und hier geht es wirklich darum, möglichst viel Speed mit auf die Gerade zu nehmen, weil die ist ellenlang. Dann kommen wir hier in die wohl ja, spektakulärste Kurve der Strecke, die 130er, du hast schon gesagt eben. Ist ganz schwierig, ob die voll geht oder nicht. Kommt immer dann drauf an, wie der Fahrer dir wischt, wie das Setup ist. Und dann hier hart in die Schikane reinbremsen. Und möglichst früh wieder aufs Gas und auf Startziel. Wo dann auch die erste DRS-Zone auf uns wartet. Ja, und die DRS-Zone, der Messpunkt ist vor der Schikane. Sprich, die Fahrer können da auch taktieren. Also wenn ich mich reinbremse, im Bremspunkt noch hinter dem Fahrer bin und dran vorbeigehe, habe ich natürlich den Vorteil, im Gegensatz zu dem Überholten, dass ich dann auf Start und Ziel des DRS öffnen kann. Also kann man auch ein bisschen mit Köpfchen fahren. Weil wie in der Realität haben wir hier auch die 1-Sekunde-Regel, also sprich, wenn ich innerhalb von einer Sekunde bin, darf ich dann in der DRS-Zone das DRS öffnen und habe damit natürlich eine höhere Top-Geschwindigkeit. Mittlerweile hat Lars Bohl sich die Pole Position geholt, also aktuelle Zeit 1:32.677. Justin Hoppe mit einer 1:40.037 dahinter. Was mich etwas wundert, dass Klaus Seimitz im Moment so weit hinten ist. Ist ja einer unserer Favoriten gewesen, auch in Interlagos und dann leider in der ersten Kurve durch einen Unfall ausgeschieden. Hätten ihn alle wahrscheinlich viel weiter vorne erwartet. Bin mal gespannt, wo er heute ankommt. Ja, Lars Bohl, das ist doch schon eine Überraschung, würde ich sagen. Ist im ersten Rennen nicht dabei gewesen, darum konnte er auch noch keine Erfahrung sammeln im Rennbetrieb diese Saison. Und ja, im Pre-Quali, also in den Trainings, da war er auch nur auf Position 9 von der Zeit. Er hat die 30-Runden-Marke, die ja Pflicht ist in dieser Serie, nur mit einer Runde übertroffen, also auch nicht auf den offiziellen Trainings-Sessions auch nicht viel gefahren. Und ja, da ist doch schon eine kleine Überraschung, dass der Lars jetzt hier sich vor Justin Hoppe schieben konnte, der wieder ein glasklarer Favorit heute Abend ist. Ja, wir haben noch einen weiteren Debütanten. Also erstmal hinter Lars Bohl und Justin Hoppe finden wir momentan noch auf den letzten 3 bis 7 die Fahrer John Atkinson, Ruben Denker, Ferenc Kern hatten wir eben schon im Bild, Christian Bug und Klaus Seimetz. Auf der 8. Position dann heute neu dabei Roland Wehrer. Wir haben im Training schon gesehen, auch er ist sehr gut dabei. Auch ihn muss man auf der Rechnung haben für möglicherweise eine Top 5 Position, je nachdem was im Rennen passiert. Momentan aber noch in der Box. Ja, was auch zu erwähnen ist, wir haben zum Teil Fahrer, die nicht mehr an den Start gehen werden, die gesagt haben, das Fahrzeug ist einfach so schwer zu beherrschen und wollen auch nicht die Zeit da in das Ganze stecken, um dann noch hier bei der DSFM mitzufahren. Sprich, wir haben hier wirklich Top-Fahrer, die dieses schwere Fahrzeug auch beherrschen. Also ist nicht zu unterschätzen, das Ganze. Lass uns doch noch mal ein bisschen über das Fahrzeug reden. Luca, du hast da noch ein paar Infos, die am besten lässt sie jetzt los, denn wir sind ja noch im Qualifying, da haben wir ein bisschen Zeit über sowas zu reden. Ja, also auf jeden Fall bei den Autos momentan ist das ganz große Thema die Batterie, das sogenannte ERS. Da gibt es ganz verschiedene Modi, wie man den Motor einstellen kann,
dass er Energie verbraucht. Zum Beispiel gibt es einen Fixed-Modus, wo der Motor immer eine bestimmte Energiemenge abruft, die man je nachdem auch einstellen kann, wie viel das sein soll pro Runde. Das heißt, ich stelle ein, dass der Motor jetzt ein Drittel der möglichen Leistung verbraucht und dann verbraucht er wirklich dann genau dementsprechend die Leistung in jeder Runde und jeder Kurve ruft er genau diese Leistung ab. Dann gibt es noch einen anderen Modus, sehr interessant, einen Adaptive Mode. Der ist dafür zuständig, dass jetzt ein Fahrer zum Beispiel einstellt, der Motor soll jetzt auf Startziel noch 85% haben, oder besser gesagt die Batterie. Und dieser Modus stellt es so ein, dass die Energie bestmöglich verbraucht wird, sodass der Fahrer dann mit der entsprechenden Leistung auf die Startzielgerade kommt. Also auch so ein Punkt, wo man da wirklich taktieren kann. Ja, das hatten wir auch schon im ersten Rennen erwähnt, dass dieses Auto der McLaren Honda sowas von taktisch zu fahren ist. Da muss man während der Fahrt noch so viel einstellen oder beziehungsweise kann so viel einstellen, was dann einem Vorteile bringt. Also Multitasking ist hier sehr von Vorteil. Ruben Denker jetzt auf Position 1. Auch das finde ich eine kleine Überraschung, wobei mit Platz 2 im letzten Rennen in Interlagos hat sich das natürlich schon ein bisschen angedeutet. Beziehungsweise jetzt ist er auf einmal weiter unten. Was ist da passiert? Oder war gerade das Tableau? Ja, das Programm ist an der Zeit gesetzt. Ach so. Alles. Dann war das ein Fehler, pardon. Bleiben wir jetzt auf der 3 mit einer 33-2. Also jetzt hat er mal eine gute Zeit gesetzt. Lass uns doch mal ein bisschen über die Favoriten des heutigen Abends sprechen. Ich habe schon gesagt, Justin Hoppe, mein persönlicher Favorit. Wie sieht es bei euch beiden aus? Wen seht ihr heute Abend ganz oben auf dem Treppchen? Also ich vermute, Klaus Seimitz kann da eine sehr gute Figur machen. Und aktuell im Quali sieht es ja auch aus, dass Lars Bohl da oben mitmischen kann. Also ich denke, die drei werden es unter sich ausfahren. Einen von drei werden wir auf jeden Fall auf eins sehen. Bei dem kann ich mich nur anschließen und mein Tipp heute Abend, um es mal spannend zu machen, weil Bohl und Hoppe wäre einfach momentan auf 1 und 2. Ich tippe mal auf Klaus Seimertz. Diesmal kommt er hoffentlich weiter als über die erste Runde, über die erste Kurve vor allem. Ja, keine Zeit momentan. Wir sehen es im Bild, Markus Drechsel. Jetzt aber auf der 15. Position. Damit haben wir noch einen einzigen Fahrer, der noch keine Zeit gesetzt hat, auch noch nicht auf der Strecke war, Michael Kaldenberg, momentan auf der 19. Position. Hat Michael damit Kaldenberg? Auch die Möglichkeit. Ja, ich wollte gerade einwerfen, unter der Woche gab es bei dem technische Probleme leider. Das hat dazu geführt, dass all die Daten aus seiner Hand, also aus den Trainings, aus den letzten Saisons, alles gelöscht wurde. Also da gab es sozusagen einen Datenleck in dem System des Teams und darum ist alles weg. Das ist natürlich ganz bitter. Sehr viel Arbeit dadurch, ja, ich will nicht sagen umsonst gewesen, denn die Setups hat er natürlich schon öfters mal eingesetzt gehabt, aber es ist ganz schwer und schade für ihn. Da musste er sich jetzt nochmal ganz neu ranarbeiten, auch das Setup aus Interlagos natürlich weg, da konnte man sich ja schon ein bisschen was erarbeiten, all das leider weg, also schlechte Nachrichten für Michael. Im Bild Pavel Rybak, Moment Platz 14. 3 Sekunden fast Rückstand, also da ist doch schon die Streuung, sag ich mal, auf der Strecke, die Zeitstreuung, ziemlich groß. Ist aber, wie gesagt, auch normal, denn ja, die Strecke ist ziemlich lang, eine der längsten Formel 1-Kalender und ich denke auch in unserem Kalender dann eine der längsten Strecken.
was natürlich auch eine Besonderheit ist auf der Strecke, abgesehen von der Länge. Es ist die einzige Grand Prix-Strecke, die in der 8 gefahren wird. Man mag es nicht glauben, aber es ist wirklich die einzige Grand Prix-Strecke mit einer 8. Nur die Strecke einmal per Tunnel unterfahren und einmal per Brücke überfahren wird. Da können wir gleich ja mal sagen, wir fahren nämlich gleich bei der Überführung durch. Nach der Löffelkurve hier geht es ja jetzt auf die ziemlich lange Gerade, die auch den Namen Crossover hat, was so viel bedeutet wie Überführung. Jetzt hier an der Stelle, da war es soweit, ich weiß, oder hier, an der Stelle, da war die Überführung. Also an der Stelle geht es halt unter der Strecke einmal lang und da war jemand neben der Strecke. Grüner Wagen war das. Will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber das könnte Ruben Denker gewesen sein. Der hat immer einen grünen Wagen. Wobei, der ist eigentlich an einer anderen Stelle auf der Strecke. Der war es da wohl doch nicht. Ja, und denke jetzt gerade an der Unterführung. Oben drüber, wir sehen, geht die Strecke weiter. Ja, aber das aktuelle Zeitklassement macht schon Lust jetzt aufs Rennen, finde ich. Also es ist schon etwas dichter als letztes Rennen, wenn ich mich da nicht ganz irre. Natürlich sollten wir auch nicht unterschätzen, dass der Sprit hier natürlich eine Riesenrolle spielt bei dem McLaren Honda. Sprich, ein paar Kilo weniger im Tank können richtig an den Zeiten schrauben, was natürlich auch fürs Rennen wichtig ist. Hatte ich auch schon letztes Rennen erwähnt, wenn ich mit weniger Sprit losfahre, muss ich halt gucken, dass ich weniger verballer. Oder wenn ich mit mehr Sprit losfahre, kann ich halt die ganze Zeit Vollgas fahren. Auf der anderen Seite muss ich halt auch immer darauf achten, was mit meinen Reifen ist. Also ich schätze, wir werden zwei Stops vielleicht sogar sehen können. Einen auf jeden Fall. Zwei könnte sein, je nach Strategie. Ja, vorne geht es auf jeden Fall diesmal zur Sache. Also letztes Mal hatten wir überwiegend die Zweikämpfe im Mittelfeld. Justin Hopp ist vorne sein Rennen alleine gefahren. Aber jetzt momentan ständig Positionsveränderungen der Quali. Momentan Lars Boll auf der 1, Justin Hopp auf der 2. Eben gerade nach vorne gefahren und damit Christian Buck verdrängt, der kurzzeitig auf der 3 war, Ruben Denker. Und jetzt Klaus Seimertz nur noch auf der 5 und auf der 6 eine, noch nicht mal eine Sekunde hinter den Führenden, John Atkinson vor Ferenc Kern. Also 7 Fahrer innerhalb von einer Sekunde, deutlich enger als letztes Mal. Überraschend, denn eigentlich ist die Strecke halt, wie ich es gerade schon gesagt habe, streuend, also da trennt sich die Spreu vom Weizen, denn der Schwierigkeitsgrad ist ja wirklich eklatant hier. Und wenn ich es halt sehe, dass viele Fahrer gerade mal so über die 30-Runden-Marke gekommen sind, dann denke ich mir auch, ob das genügend Training war, aber die Fahrer werden das selbst am besten einschätzen können, beziehungsweise sie können ja auch offline trainieren. Es ist ja jetzt nicht so, dass man nur auf diesen offiziellen Servern, diesen offiziellen Trainingssessions fahren kann. Man kann natürlich auch offline trainieren und das ist natürlich dann für uns auch ein bisschen schwer immer zu prognostizieren. Da war es als aber mal ganz eng gerade. Da stand jemand quer auf der Strecke in einer schwierig einzusehenden Kurve. Ich weiß nicht, ob wir uns das nochmal angucken können. Kannst du da drauf zugreifen oben bei den Session-Events, oder? Ja, da war's. Ah, dann ist er im letzten Moment noch ausgewichen. Ja, zurückzukommen zu den Runden. Natürlich ist der Rennkalender der ESFM auch an den offiziellen Service angelegt. Sprich, wir haben einige Fahrer, zum Beispiel das Reactive Sim Racing Team, wo auch Ferenc Kern dazugehört. Das ganze Team fährt in der offiziellen Serie mit und hat somit dann auch natürlich Rennerfahrung. Weiß nicht, wie das bei den anderen Fahrern ist, aber ich denke, das werden auch viele zum Training für die DSFM nutzen. Sprich, die ganze Woche über, also für die, die iRacing jetzt nicht täglich simulieren, wie auch immer, oder auch nicht wirklich kennen, ist es so, dass es offizielle Rennen gibt, die starten immer zu bestimmten Zeiten. Da kann sich dann jeder Fahrer, der eine gewisse Fahrerstärke hat, beziehungsweise eine Lizenz erworben hat über die Zeit, kann sich dort anmelden.
Und dann werden Rennen gegen andere Fahrer gefahren. Sprich, wir können nur gegen reale Fahrer fahren, im Gegensatz zu anderen Simulationen oder Spielen, wo auch offline gefahren werden kann gegen Computer. Nein, wir fahren hier wirklich nur gegen reale Fahrer. Und in den offiziellen Services kann dann eine Woche lang auf einer Strecke alle 2 Stunden in der Regel ein Rennen gefahren werden. Und somit können die Fahrer natürlich dann auch Rennpraxis sammeln. Was mich aktuell wundert, wir haben noch 9 Minuten auf der Uhr und Justin Hoppe ist weiter nicht an die Zeit von Lars Bohl rangekommen. Also Lars Bohl muss da eine richtig geniale Zeit rausgeknallt haben in den Asphalt. Bin mal gespannt jetzt, was die anderen Fahrer dann noch nachlegen können. Ob die jetzt nur etwas zurückgehalten haben oder ob schon alle Vollgas gefahren sind. Ja, eins können wir auf jeden Fall festhalten, die Fahrer sind in den Hotlaps nicht annähernd Vollgas gefahren. Wir sind jetzt schon anderthalb Sekunden, über anderthalb Sekunden unter der Hotlap-Zeit von Justin Hoppe, was eine 34,1 war. Mit der Zeit wäre man jetzt auf der achten Position. Da haben einige Fahrer wirklich nicht gezeigt, was sie können in den Hotlaps und holen ihnen jetzt eben alles aus dem Auto raus. Da wird jetzt schon im zweiten Rennen oder vor dem zweiten Rennen mit taktischen Geplänkeln angefangen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das über die Saison entwickelt. So, langsam kommen wir jetzt in die heiße Phase des Qualifyings. Also jetzt haben die Fahrer nochmal die Chance, eine gute Zeit zu setzen. Ihr habt es gerade schon angedeutet, wir sind von den Zeiten viel schneller als in den Trainingssessions. Zeigt auch, dass jetzt die Grip, oh, schon wieder nehmen wir jemanden neben der Strecke, dass die Grip-Verhältnisse jetzt ziemlich gut sind. Also jetzt nochmal die beste Runde rausquetschen. Wobei als Fahrer, ich kenne das auch selbst gut. Wenn die Zeit runterläuft und du weißt, du hast jetzt nur noch ein oder zwei Runden, dann ja, versuchst du nochmal alles reinzulegen und das kann manchmal auch ein bisschen in die Hose gehen. Also ich bin gespannt, ob der jetzt nochmal von Justin Hoppe ein Angriff auf Lars Bohl erfolgt. Sonst haben wir jetzt hier schon mal die erste Überraschung, was die Pole Position angeht. Ja, vor allem hat Lars Bohl eben seine Zeit wieder unterboten. Momentan 32,4. Also den nimmst du die Vorsprung auf Worte Lars aus dem Bohl Mund? nochmal. Vorsprung auf Justin Hoppe nochmal vergrößert. Jetzt ist er bei 3,5 Zehntel. Nicht zu vergessen, wir kriegen natürlich auch bessere Streckenverhältnisse. Also wir haben auch den Reifenabrieb hier in iRacing. Oh, und da dreht er sich weg. Da war er wahrscheinlich zu früh auf dem Gas. Mal gucken, ob wir das Ganze nochmal einfangen können. Ja, in der Kurve muss man wirklich stark runterbremsen und dann in den ersten Gang runterschalten. Und im ersten Gang ist so ein Auto immer schwierig zu beschleunigen. Ja, sieht sehr danach aus, dass er zu früh aufs Gas gegangen ist. Beziehungsweise er war auch nicht gut in der Kurve drin eigentlich. Der war ziemlich weit innen, hat sich nicht weit raustragen lassen. Aber das ist immer so leicht gesagt von unserer Position Ja, hier aus. natürlich. So, Klaus Seimitz hat seine Zeit auch verbessert. Ist jetzt nur noch 4 Zehntel hinter Lars Bohl. Und hat sich dann auch vorbei an Ruben Denker damit geschoben. Aktuelle Zeit eine 1:32.884 von Klaus Seimitz. Ja, und wenn Justin Hoppe seine Zeit nicht mehr unterbieten kann, dann muss wirklich auf den Klaus Seimitz auch aufpassen. Keine Zehntel mehr weg mittlerweile. Sieht aber, dass die Fahrer hier doch verschiedene Linien fahren. Der eine fährt sehr enger die Kurve, der andere fährt sie weiter aus. Aber so wie es aussieht, scheint die engere Linie doch die bessere zu sein. Dann gehen wir jetzt auch gleich in die letzten 5 Minuten. Also wir werden noch ungefähr 3 bis 4 Runden sehen von den Fahrern.
Jetzt heißt es wirklich, wie du gesagt hast, Kurt, alles rausreißen, alles schauen. Oh, da verbremst er sich. Das war zu viel. Das war zu viel, genau. Und noch jemand in der Strecke. Also wir sehen auch viele Autos neben der Strecke. Jetzt werden es wahrscheinlich auch die meisten, so wie Klaus Seimnitz, machen. Und zwar frische Reifen nochmal holen, jetzt für den letzten Angriff. Man heißt natürlich auch noch Glück haben, dass man nicht in den Verkehr kommt. Am besten so auf die Strecke fahren, dass man an der 130 eher Windschatten hat, um dann sich nochmal richtig ransaugen zu können. Aber trotzdem das, nicht das ist behindert natürlich zu werden. Perfekt. Aber das zu timen, also wenn du das getimt bekommst hier in iRacing alleine, dann großen Respekt. Vor allem, da ist die Gefahr natürlich auch immer groß. Stell dir vor, da du, der vor dir ist ein Ticken zu langsam für dich und du läufst schon hier in der Spoon-Kurve auf ihn rauf. Das ist natürlich ein riesiger Nachteil. Vor allem, selbst wenn er dich vielleicht vorbeilässt, solange du hinter dem fährst, bist du ja in der Dirty Air und in schnellen Kurven ist das natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Ja, gerade hatten wir Ferenc kennen, der 130R. Die Kurve, über die ich mich mit ihm gerade noch unterhalten hatte, kurz vor dem Rennen, dann wirklich eine sehr anspruchsvolle Kurve und keinem Fahrer ist, glaube ich, wirklich bewusst, wie man die Kurve immer fahren kann. Ich bin eben im Wagen von Günther Birges, der heute nicht am Start ist, ein paar Runden gefahren auf der Strecke, hab gedacht, okay, in der Kurve muss man den siebten Gang schalten und die im siebten dann mit so viel Gas wie möglich fahren. Jetzt habe ich von Ferenc da andere Angaben bekommen. Das ist wirklich von Fahrrad zu Fahrer unterschiedlich und vor allem auch von Setup zu Setup. Also auch da sehen wir dann viele möglichen Varianten. Und spannend wird es auch, ob man sich überhaupt nach der 130R dann noch daneben bremsen kann in der Schikane. Da werden wir auf jeden Fall bestimmt ein paar Ansätze sehen von Manövern. Ob es dann letztendlich reicht, ja, ist eine andere Geschichte. Ich muss auch sagen, es macht Spaß, einfach mal nur zuzuhören. Viele finden natürlich den Original F1-Sound, so wie wir den aus den letzten Jahren kennen, wesentlich schöner. Aber trotzdem finde ich die Umsetzung von dem F1-Sound aktuell, also von dem Motor jetzt, super gelungen. Macht auch Spaß, einfach mal nur zuzuhören und gar nichts zu sagen und das Ganze zu genießen. Und das ist momentan ja langsam unterwegs, der wird jetzt bestimmt in die Box fahren. Olli Kral vom Scuderia Tutti Frutti Team, wenn ich mich nicht irre. Ja, das stimmt. Start Nummer 37. Mein Teamkollege bleibt draußen und wird jetzt nochmal versuchen, seine Bestzeit zu schlagen. Ja, und das hat er geschafft. Und zwar deutlich, 8. Position, 33,8. Hat sich wirklich deutlich verbessert, aber ich glaube knapp eine Sekunde hat er da rausgeholt. So, und jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt lohnt es sich auch keinesfalls mehr rauszufahren, weil du jetzt keine Runde mehr fertig bekommst. Also wenn du jetzt draußen bist, setzt du entweder noch deine Zeit oder du kannst warten. Und da hat sich Klaus Seimnitz nochmal verbessert. Ist genau das eingetroffen, was wir eben noch besprochen hatten. Seimnitz hat die Zeit von Justin Hopp unterboten. 32,5, knapp eine Zehntel Rückstand auf Lars Bohl, aber immerhin die zweite Position. Die Frage, kann Hoppe nochmal kontern? Aber ich glaube, er steht in der Box. Hoppe ja. Ist an der Box. Ja, das war's. Lars Bohl ist auch an der Box. Also ich denke, wir haben unsere aktuelle Aufstellung, zumindest was die ersten drei angeht, wenn jetzt Ruben Denker nicht noch eine Zeit setzen kann. Aber ich glaube, da war er so weit draußen, dass die Rennkommission die Runde nicht werten wird. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher.
hat er noch nicht abgebrochen, so wie es aussieht. Läuft er noch auf Klaus Seimitz? Er prischt ab. Also, wir haben unsere Startreihenfolge für das Rennen in wenigen Minuten. Auf Platz 1 Lars Bohl sichert sich die Pole mit einer 1:32.445. Dahinter Klaus Seimitz auf der 2, auf der 3 dann Justin Hoppe. Also unsere Favoriten in den Top 3, wie auch erwartet, dann Ruben Denker auf der 4, Christian Buch auf der 5, John Atkinson Jr. auf der 6, Ferenc Kern auf der 7, Adriano Fugmann auf der 8, Roland Wehrer auf der 9, Jungblut auf der 10, Klavitta auf der 11, Grund auf der 12, Drechsel auf der 13, Reibeck auf der 14, Olli Kral auf der 15, Jens Hase auf der 16, Jens Weber auf der 17 und Roger Noack auf der 18. Michael Kaldenberg hat keine Zeit gesetzt. Das war ja jetzt schon, denke ich mal, ein schöner Appetitmacher auf das Rennen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich denke, das wird eine sehr spannende Angelegenheit werden. Es wird viele Zwischenfälle geben, da bin ich mir sicher. Und es wird vor allem auch viele Duelle geben und ich denke auch ein spannender Kampf um den Sieg. Vor allem, weil wir natürlich jetzt das Duell zwischen Lars Bohl, Klaus Seimnitz und Justin Hoppe haben. Ja, und da kommt auch die Taktik ins Spiel. Also, Justin Hoppe letztes Mal auf einer Zwei-Stop-Strategie gewesen. Heute, ich gehe mal davon aus, dass sie wieder eine Zwei-Stop-Strategie versuchen werden. Und Bug und Denker dahinter, letztes Mal Ein-Stop gefahren. Heute eventuell auch, Fragezeichen. Ja, aktuell haben wir noch 2 Minuten, bis das Rennen beginnt. Sprich, die Fahrer werden sich jetzt in die Startaufstellung begeben. Wir sehen auch schon die ersten Fahrer in der Startaufstellung. Vielleicht können wir uns das Ganze dann auch nochmal anschauen in der Übersicht, wenn wir noch genug Zeit haben dazu. So, der Start naht jetzt. Also, und das ist schon passiert. Also, auf geht's ins zweite Rennen der Saison. Vorne kommen, denke ich, alle ganz gut weg. Und da haben wir schon die erste Überraschung, würde ich sagen. Ganz vorne haben wir nämlich, wenn ich mich nicht irre, Klaus Seimnetz. Ja, so ist es. Justin Hoppe dahinter, Last Ball auf 3. Dahinter ist alles ungefähr so geblieben, wenn ich sehe. Ja, keine große Veränderung, aber wir hatten bereits einen Unfall. Christoph Grund ist in der ersten Kurve in die Mauer eingeschlagen.
Den. Jetzt gleich verbogene Frontflügel mit Gleichbeschädigung, das ist schon aber kann passiert. Es dann fortsetzen, denke ich. Ja, und hier ist jetzt natürlich eng. Jetzt, wo noch alle so eng beieinander sind, heißt es natürlich angreifen. Oh, und da haben wir den ersten in der Strecke. Justin Hoppe mit einem da kleinen Fehler. Da hinten hat es gut gequalmt eben. Was ist hier passiert? Ja, gut gesehen, gut gesehen. Uiuiui. Da war beim Anbremsen neben der Strecke. Und deshalb dieser Quersteher. Aber gut, das Fahrzeug gerettet. Das hätte auch in einem Dreher enden können. So, und jetzt die ersten Duelle hier auf Startziel. Auf Platz 2 Justin Hoppe hat kurz angetäuscht, mehr nicht. Also ich gehe davon aus, dass die Fahrer jetzt im ersten Moment erstmal schauen werden, dass sie hier in den Rhythmus reinkommen und dann den Angriff setzen, wenn sie wissen, wo sie den Vorteil gegenüber dem anderen Fahrer haben. So oft sind die Fahrer ja auch noch nicht gegeneinander gefahren. Ja, im schlimmsten Fall erst einmal in Brasilien. Aber ich glaube, die können beide schneller. Also, Hoppe zieht hier schon raus. Ja, der täuscht immer an. Jetzt sind da viel Schwung. Das könnte jetzt funktionieren. Aber die Spoon-Kurve eignet sich eigentlich nicht. Trotzdem ist er jetzt im Windschatten. Ja, habe ich schon ganz gut gerochen. Er zieht er außen und eben. Versucht außen! Oh, kriegt er den Bremspunkt. Und er schafft es. Uiuiui, was für ein starkes Manöver. Ganz stark. Damit Justin Hoppe jetzt als erster unterwegs, aber da könnte der Konter jetzt kommen. Die wollen doch nicht etwa zu da zweit durch die 130 R. Das gibt's immer. Ui, da gibt's einen kleinen Kontakt. Das war eng. Das war verdammt nochmal eng. Und jetzt das Duell um Platz 2. Schnell nach hinten schalten. Und Klaus Sainz jetzt bis auf Platz 3 zurückgeworfen dadurch jetzt. Das war gerade eng. Am besten wir gucken das gleich nochmal an. Und kann jetzt Denker provozieren. Das war so eng gerade. Jetzt kommt's. Die haben sich berührt. Zu zweit durch die 130R. Ist ja unfassbar. Da kommt der Seibnitz auf das Grüne, hat natürlich weniger Grip und da gibt's fast noch die Kollision mit Lars Boll. Ja, profitiert haben davon ganz vorne. Justin Hoppe hat gleich mal über eine Sekunde Vorsprung auf Lars Boll. Und ebenfalls Christian Bug ist ja mittlerweile wieder an der Führungsgruppe dran. Und auch alle Fahrer, die hinter ihm fahren. Ja, und die meisten Fahrer befinden sich aktuell auch noch in den DRS-Zonen. Sprich, wir werden wahrscheinlich jetzt auf Start und Ziel, wenn es so bleibt, auch die nächsten Angriffe sehen. Rumdenker musste jetzt schon so ein bisschen abreißen lassen auf die ersten drei. Und auch da scheint sich jetzt so ein bisschen, ja, Abstand zu etablieren. Beziehungsweise Rumdenker kommt jetzt wieder ran, denn da hat Klaus Seibnitz wohl einen Fehler gemacht und da gibt es jetzt den Angriff. Versucht sich jetzt außen zu positionieren. Ja, außen ist eigentlich fast nicht möglich. Boah, da wird es aber richtig knapp hier. Da war ja ein außer wenn jetzt ein ist, wenn jetzt oh, immer noch, es ist noch nicht vorbei. Oh, das ja, geht gut. Jetzt ist er vorbei. Toll gemacht. Sehr gut, stark gemacht. Da spielt Klaus Simons aber auch mit. Also hätte er da reingehalten, wäre das Ganze wahrscheinlich etwas anders ausgegangen. Haben wir es nochmal? Ja, spielt mit. Ja, da kommt er neben die Linie, verliert auch viel Schwung. Möglicherweise ist jetzt Bug direkt an ihm dran. Ja, hat schon viel Zeit gut gemacht.
Jetzt muss Simon aufpassen, dass er nicht macht, weil er nach hinten durchgereicht wird. Frage ist, ob er vielleicht sogar einen Schaden hat von den Kontakten. Was natürlich dann auch die Aerodynamik betrifft, und dann kannst du auch nicht mehr die Zeiten fahren. Dann heißt es nur noch irgendwie die Position halten, gucken, dass du jetzt über die Runden kommst und dann eventuell in der Box noch reparieren lassen, eine neue Nase dran machen lassen. Und dann wenigstens im vorderen Drittel noch ins Ziel zu kommen. Momentan kein wirklicher Schaden erkennbar. John Atkinson Jr. auch in fast in Position, um Christian greifen zu können. Also viele Duelle hier in dieser hektischen Anfangsphase. Wir haben es gesehen, also schönes DRS aufgemacht eben. Ja, das ist natürlich jetzt aktiviert nach den ersten drei Rennrunden. Jetzt langsam bekommt das Rennen Rhythmus, wobei in diesem Teil des Feldes haben wir doch noch viele kleine Duelle, und das, denke ich, wird uns auch noch eine bestimmte Zeit verfolgen, und das ist auch gut so. Ja, und wir müssen ja auch immer drauf achten, oder beziehungsweise die Fahrer müssen drauf achten. Da kommst du ein bisschen zu weit nach links, hatten wir ja auch im Qualifying da jetzt zu Anfang gesehen. Du kommst ein bisschen auf den Rasen und schon kannst du das Auto nicht mehr halten und stehst quer, und dann ist der Hintermann auch direkt wieder an dir dran oder sogar vorbei. Also hier heißt es wirklich 53 Runden Konzentration dermaßen hochhalten. Also ich könnte es nicht, bin ich ganz ehrlich. Oh, kleiner Fehler. In der 130R war ein bisschen neben der Strecke. Aber alles gut gegangen. Für John Atkinson Jr. Und er kommt da weit raus und verliert sofort eine Position. Er zieht Ferenc Gant vorbei. Und ist direkt unter Druck von Adriano Fugmann. Ja, Fugmann jetzt dicht dran. Aber gucken wir vorne, wo Lars Boll mittlerweile nur noch 8 Zehntel Rückstand hat. Also er holt wirklich jede Runde eine Zehntel nach der anderen auf. Kleinen Schritten, aber immer näher dran. Er darf auch DRS benutzen. Und hat natürlich auch den Windschatten. Die zwei konnten sich jetzt auch mittlerweile richtig absetzen. Also sind jetzt 3 Sekunden vor Ruben Denker. Ja, also, obwohl sie sich jetzt relativ im Zweikampf befinden, zumindest in der Zweikampfzone um die Spitze, können sie sich weiterhin von Ruben Denker entfernen. Ja, Denker ist wirklich momentan jede Runde eine halbe Sekunde langsamer. Vorne fahren sie 35,9, 35,8. Denker mit einer 36,3 in der letzten Runde. Simons dahinter. Letzte Runde mit einer 36,7, also nochmal fast eine halbe Sekunde langsamer als Denker. Und da hat es gerade gewandt. Ja, ihr habt niemanden in der Strecke gesehen, also scheint nichts Größeres passiert zu sein. Ja, und jetzt ergibt sich hier auch eine relativ
enge Gruppe mit vier Fahrern innerhalb von fast 1 Sekunde, 2 Sekunden haben wir jetzt im Moment die engste Kampfgruppe. Vorne an der Spitze Justin Hoppe, fast eine Sekunde Vorsprung, aber eben nur fast. Jetzt gerade wäre es eine Sekunde. Es ist wichtig, dass er die hat, denn dann kriegt Lars Boll kein DRS mehr. Das ist natürlich wichtig, denn mit dem DRS kann Lars sich immer auf Startziel wieder ein bisschen ransaugen natürlich, denn Justin hat das nicht. Dahinter Ruben Denker, schon fast 5 Sekunden Rückstand auf den Führenden, also bei Ruben schon so ein bisschen langsam das Abreißen an die Spitze, aber noch alles im grünen Bereich. Ja, Klaus Seimert zwischenzeitlich auf Platz 1 gelegen, mittlerweile nur noch auf Platz 5. Wird ja immer weiter durchgereicht. Ganz klar, Verlierer der Anfangsphase. Heute ein bisschen zu viel. Wir haben das gesehen in der 130R. Da hat er so ein bisschen die Chancen, ich will nicht sagen um das Podest, aber die Chancen zumindest auf den Sieg verspielt. Durch dieses ja zu aggressive Fahren, sag ich mal, ist er da fast noch in einen größeren Unfall verwickelt worden. Also erstmal nur Platz 5 für Klaus Seimnitz. Ja, momentan im Bild Ferenc Kern wieder. Jetzt unter Druck von John Atkinson. Wir haben ihn vorhin schon weiter vorne gesehen. Ich glaube, er kann auch schneller. Er ist wirklich in der Gruppe doch einer der schnelleren. In Suzuka ist es aber halt das Problem, wenn man hinter jemandem fährt, dann hat man natürlich diese Dirty Air und besonders in den S-Kurven zum Beispiel ist das natürlich ein riesiger Nachteil. Und für John Atkinson heißt es natürlich jetzt vielleicht irgendwie vorbeikommen mit DRS und dann muss er hoffen, dass es nach vorne geht wieder. Weil auch Kern darf momentan das DRS benutzen aufgrund, wir sehen vorne im Bild Klaus Seimertz. Ist auch nicht weit weg von ihm. Da kann er natürlich noch nicht wirklich rankommen. Ah, ich glaube, diesmal hat der Kern nicht das DRS auf. Direkt zu erkennen. Sehr interessant, dass John Atkinson Jr. jeweils beim Anbremsen sehr, sehr nah rankommt an Ferenc Kern. Der sich aber wiederum dann auf den Geraden etwas absetzen kann. Ja, jetzt in den S's gewinnt Kern auch wieder ein bisschen Zeit, hat 2 Zehntel rausgeholt. Diamonds scheint immer sehr, sehr spät auf der Bremse zu sein. Wir sehen jedes Mal Rauch, wenn wir hier durchkommen. Es scheinen die Reifen doch zu blockieren. Mal sehen, wie lange die Reifen das von ihm noch durchmachen. Jetzt haben wir hier jemanden neben der Strecke. Verliert ziemlich viele Plätze. Wer war das? Christian Bug! Ja, so schnell kann es gehen. Eben noch 4-4 gewesen. In der Spoonkurve, da ist gerade der Anfang. Ja, da kam das Heck. In der Spoonkurve kann aber einen Unfall verhindern. Aber das ist natürlich die schlimmste Kurve, schlimmste Stelle, die er sich ausruhen kann. Denn da ist es wichtig, dass man den Schwung mitnimmt auf die ziemlich lange Gerade. Ja, und das war jetzt schon das zweite Mal. Einmal am Eingang und jetzt einmal am Ausgang. Oder mittendrin, ja. Also das ist nicht seine Kurve heute, würde ich mal so behaupten. Herr Profiteur Ferenc Kern, momentan auf der 5. Position. Erst hat sich John Atkinson weggedreht, wir haben es gesehen. Gerade eben Christian Bug, jetzt muss er noch sein Mainz warten. Wenn er jetzt auch noch einen Fehler macht, ist er auch vorbei. Lars Bohl auch langsam wieder Justin Hoppe auf. War Justin Hoppe auch schon wieder weiter weg. Jetzt sind es nur noch 8 Zehntel. Also die zwei schenken sich auch nichts. Oh, auch hier
Christian Buch jetzt unter Druck von Adriano Fugmann. Da kam gerade das Heck beim Rausbeschleunigen. Also, ja, schlechtes Rennen, will ich mal so sagen, für Christian Buch im Moment. Wundert mich, dass er auch so weit hinten zu finden ist. Hat natürlich jetzt zwei Fehler schon gemacht, aber trotzdem, also dem Mann von Hawk Sim Racing traue ich eigentlich mehr zu. Besonders wenn ich an vergangene Tage in der DGTM letztes Jahr denke, wo er ja die ganze Saison eigentlich dominiert hat. Also da könnte noch ein bisschen mehr kommen. Ja, vor allem, ich habe noch nie gesehen, dass der Christian Buch dann im Rennen einen Fehler gemacht hat. Das waren gerade die ersten beiden Male. Er macht doch nicht einen Fehler, sondern gleich zwei, also sehr unüblich für ihn. Vor allem war er ja beim ersten Rennen auf Platz 3 und da denkt man natürlich schon, ein Fahrer seiner Stärke denkt natürlich schon an die Meisterschaft und das wäre natürlich, wenn er auf Platz 7 ins Ziel kommen würde, wären viele Punkte, die er verliert auf Justin Hoppe und Ruben Denker vor allem. Ja, was wir natürlich auch nicht unterschätzen dürfen, wenn du dich einmal so wegdrehst, und es war jetzt zweimal, dass die Reifen da natürlich extrem drunter leiden, was wir jetzt wahrscheinlich dann auch als Folge dessen sehen. Also das Durchreisen wird daran liegen, dass seine Reifen einfach dermaßen zerstört sind, dermaßen kaputt sind, dass er jetzt hofft, dass er bald in die Box fahren kann, um dann wieder einigermaßen Grip auf der Hinterachse zu haben. Weil wenn dann der Turbo auch einsetzt, dann hast du so viel Druck auf der Hinterachse, da brauchst du dann auch wirklich den minimalsten Grip, um perfekt rauszukommen aus den Kurven. Wir haben ja angekündigt, dass wir den Chat einbinden wollen. Genau das tun wir jetzt auch. Mein Teamkollege Mario Reich ist da gerade zu Wort gekommen und er rechtfertigt so ein bisschen seinen Teamkollegen. Hat er auch recht dazu. Das habe ich auch gelesen im Vorfeld des Rennens. Hatte Christian Buch ziemlich viele technische Probleme an seinem Auto sozusagen und deshalb konnte er sehr wenig trainieren, hat diese 30 Runden deshalb auch nicht absolvieren können, auch in diesen Trainingssessions, hat deshalb wenig Testzeit gehabt und das ist natürlich dann auch ein bisschen eine Rechtfertigung und ein Grund dafür, dass er heute in Anführungszeichen nicht so gut unterwegs ist. Aber gefangen hat sich mittlerweile wieder Klaus Seimertz. Letzte Runde eine halbe Sekunde schneller als Ruben Denker, davor eine ganze Sekunde schneller als Ruben Denker. Momentan der Rückstand 2,6 Sekunden. Jetzt holt er wieder in Schritten auf, er scheint sich jetzt gefangen zu haben. Und hat jetzt auch momentan noch freie Fahrt und ist nicht unter unmittelbarem Druck von Ferenc Kern. Das Taktieren ist auch heute wieder ein Stichwort. Wann kommen die Fahrer in die Box? 1-Stop, 2-Stop, welche Runde? Wir können so die ersten Boxenstops ab Runde 15 erwarten eigentlich, also gleich schon. Vorausgesetzt, der Fahrer will nur 2-Boxenstops machen. Wenn er 1-Stop fahren will, dann muss er auf jeden Fall mindestens die ersten 25 Runden überstehen. Ja, dann werden wir auch schon wahrscheinlich gleich sehen, was so die Fahrer, wie lange sie stehen von der Standzeit her, wie viel Sprit haben sie mitgenommen. Wobei die können ja, soweit ich weiß, nicht nachtanken, aber es wird spannend zu sehen sein, wie schnell die Boxencrews gleich arbeiten und wie schnell dann die Fahrer wieder draußen sind. Und vielleicht gibt es dann die ein oder andere Verschiebung, die dann natürlich auf der Strecke wieder ausgefochten werden muss. Also es wird gleich spannend werden, wir können uns darauf vorbereiten. Genau, tanken geht nicht und hier sehen wir jetzt auch Roland Wehrer gegen Fabian Jungblut. Jungblut verteidigt sich jetzt schon mehrere Runden gegen Wehrer. Bin mal gespannt, ob der KPR-Fahrer jetzt gleich an dem GT-Tempel-Fahrer vorbeigehen kann oder ob sich Jungblut bis in die Box retten kann. So,
Die Spitze hat sich mittlerweile auch 10 Sekunden von Ruben Denker absetzen können. Also die beiden vorne, Justin Hoppe und Lars Bohl, geben eine unglaubliche Rennpace vor. Fast eine Sekunde sind sie im Rennen schneller als Ruben Denker. Für einen Rennpace richtig große Differenz. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, dass die zwei da vorne doch so viel schneller sind. Und unsere Boxengassen-Reporter melden, wir haben die ersten Fahrer an der Box. Olli Kral im Moment beim Service. Und dahinter haben wir, glaube ich, noch einen. Roger Noack. Ja, momentan ist Christian Buch ganz dicht dran an John Atkinson im Kampf um die sechste Position. Da will er sich jetzt den Platz wieder zurückholen, den er verloren hat. Unter einer Sekunde momentan der Rückstand. Aber hier ist natürlich sehr schwierig, den Rückstand so weit zu halten, weil durch die Dirty Air, Kurt hat es vorhin gesagt, verliert man eher Zeit. Aber jetzt kommt so der Teil, wo er wieder aufschließen konnte. Fehler, da steht Fehler. Er schon wieder quer. Ja. Also das ist nicht seine Kurve heute. Diese verdammte Spoon-Kurve wird sich Christian Buch denken. Jetzt kommt's nochmal. Als er wieder aufs Gas gegangen ist, kam das Heck. Und das hat ein bisschen Zeit gekostet natürlich. Allerdings ist Adriano Fugmann nicht rangekommen dadurch. Also da ist Buch ein bisschen im Glück. Ja, ist die Frage, was kann er noch machen, wenn im Rennen ist wohl das Auto nicht wirklich ausgewogen. Traktionskontrolle haben die Autos nicht, aber es gibt sowas, wo man quasi einstellen kann, wie aggressiv das Gaspedal ist. Möglicherweise ja eine Idee für ihn, da dran nochmal zu schrauben, aber im Rennen natürlich immer schwierig, auch was zu verstellen und sich dann sofort dran zu gewöhnen. Wir haben auch gesehen, auch beim Anbremsen ist das Auto teilweise unruhig, also da muss er wirklich kämpfen heute. Eine Frage wieder aus dem Chat, wir beantworten können. Michael Weber ist das, glaube ich, fragt, ist das der Anwalt Seimetz bei Klaus Seimetz? Genau, das ist er. Also, das ist dann der Sponsor auch der Serie. Genau. Der Sponsor, der mitfährt. Sind natürlich auch bei SRD auf jeden Sponsor angewiesen, beziehungsweise sind auch froh über jeden Sponsor. Ist natürlich ein Verein das Ganze, sprich, da steht Jugend quer beim Rausbeschleunigen. Hat natürlich jetzt ein bisschen Zeit gekostet, wer da jetzt richtig rankommen kann. Bin mal gespannt, ob jetzt der Angriff kommt. Dann können wir gleich zurück zur SRD kommen. Okay, das Ganze her kommt da ein bisschen raus. Also jetzt bremst er aber sich sehr dicht ran. Und jetzt muss er wirklich gut rausbeschleunigen. Ja, jetzt kommt der DRS-Einsatz, aber ich... Das wird nicht reichen, denke ich. Das würde mich wundern. Zu weit hinten. Ja, auch jetzt. Push to pass button dürfte es nicht reichen. Der sich ran, doch. Nee, nicht ganz. Ja, Manu, du hast es angesprochen. Wirklich das Tolle. Hier ist wirklich jeder am Start. Also Schüler, Anwalt, alles dabei. Ja, genau. Wir sind eine, oder SRD ist eine sehr, sehr bunte Truppe, wenn man das so nennen kann. Also viele, viele verschiedene Charaktere, die diesen Verein auch prägen und natürlich auch die einzelnen Rennserien sehr, sehr prägen. Dann sehen wir natürlich auch so schöne Duelle wie jetzt hier aktuell zwischen Vera und Jugend. Und da, boah, da kommt er aber richtig nah dran. Da hat er sich fast ins Getriebe reingebremst bei Jugend. Jetzt kommt der Punkt, wo Vera nach und nach seine Reifen zerstört. Also jetzt muss er wirklich vorbei.
Jetzt muss er überlegen, rechts an der Stadt Zielgeraden probieren oder eventuell noch eine andere Kurve. Wir hatten vorhin die Hainadel genannt. Eventuell auch hier die Spoon Corner und er dreht sich fast. Gut abgefangen, aber er verliert den Jetzt Sprung. Hat sich erledigt. Müsste Vera vorbeigehen. Ja, das muss reichen für ihn. Ich hab's gerade schon gesagt in einer anderen Situation mit Bug. Das ist die schlechteste Szene, die man sich aussuchen kann. Jetzt kommt's nochmal im Replay. Ja. War ziemlich komisch aus. War er da mit zwei Reifen auf dem Randstein? Das denke ich war der Grund. Denn da kam das Heck aber auf einmal richtig. Aktuell und Christian Bug an der Box. Box. Genau. Danke, Kurt. Christian Bug in der Box aktuell. Ja, 16 Runden sind rum. Ich hatte vorhin gesagt, Runde 15. Da dürfte er wirklich auf 2 Stop gehen heute. Währenddessen Drexel jetzt ganz dicht an Rüberg dran. Rüberg glaube ich auch schon in der Box gewesen. Oder noch nicht? Nee, war noch nicht an der Box. Okay. Er hat hier natürlich eine richtige Kampflinie. Schön zu sehen, wie er eine ganz, ganz andere Linie fährt als Drexel. Ist wirklich deutlich schneller. Da kommt schon der nächste hinten an, Jens Hase. Jetzt wird's hier aber eng. Und jetzt eventuell die Möglichkeit für ihn in der Hahnadelkurve, Überraschungsangriff zu starten. Ja, macht er nicht. Aber jetzt beim Rausbeschleunigen, der konnte schön ausholen. Während über Kampflinie fahren müsste. Na, ich denke jetzt in Richtung 130R könnte da was gehen. Aber jetzt ist es wichtig gewesen. Wie ist er rausgekommen? Und mittlerweile auch Adrian Fugmann in der Box. Aber jetzt oh, jetzt rauf! Noch nicht, noch nicht. Da statt sie vielleicht. Da könnte es jetzt gehen. Ja, vielleicht fährt auch einer von denen an die Box um Himmels Willen. Jens Hase mit dem Ausritt. Da hätte er den fast abgeschossen, den Markus Drexel. Das war eng. Was für eine Schrecksekunde. Und da kam das. Ah ne, Jungmut an der Box. Deshalb. Jetzt hier aufpassen. Das war richtig eng. Da kommt er mit zwei Reifen aufs Gras vielleicht. Oder war es generell ein Verbremser? Also, Schrecksekunde hier im Mittelfeld. Ich glaube, da war durch den Windschatten vom Bremsen von Vordermann überrascht. Auf der Bremse viel Zeit gut gemacht durch den Windschatten und dann musste in die Eisen steigen und dann haben die Reifen blockiert, nach außen gekommen. So schnell kann es gehen. Aber Fugmann ist vor Christian Bug. Durch den Boxenstopp. Oh, was kommt denn hier jetzt für ein Manöver? Wollte gerade schon sagen, hier sollte man aber nicht gegen den Vordermann daneben ziehen. Wenn Fugmann vor Bug bleiben muss, muss er wirklich so schnell wie möglich jetzt an Hase vorbei, der noch auf den alten Reifen fährt. Der Mann von Scuderia Tutti Frutti, ja, die heißen wirklich so. Ordentlich unter Druck hier, beziehungsweise jetzt, was ist da los? Auf einmal geht er hier an Jens Hase vorbei. Und da nutzt Christian Bug die Chance, geht innen vorbei an Fugmann. Grandioses Duell hier, also da. Er gibt danach. Ja, warte mal, das war's noch nicht. Die aber sind noch nebeneinander. Fugmann mit Schatten. Das müsste für ihn reichen und das reicht für ihn. Ja, da hat er Glück, dass der Hase im letzten Augenblick vorhin gezogen ist. Und da gab's den Kontakt. Und jetzt verabschiedet sich, nee, doch nicht. Ich wollte schon sagen, verabschiedet sich Hase an die Box, aber noch nicht. Aber jetzt so, und jetzt da geht's jetzt wieder in Richtung mit der Kurve, genau, und jetzt könnte es gehen. Ja, es ging. Und dahinter jetzt auch noch. Uwei, uwei. Arme Jens Hase verliert beide Positionen auf Startziel. Ja, das gab jetzt die Bestrafung, dass er kein DRS hatte. Gucken wir uns das nochmal an. Erstmal eine kleine Berührung hier. Da kommt's, genau. Nichts passiert aber. Und dann geht hier guck mal mit mehr Schwung aus der Kurve raus und holt sich Jens Hase
der auch noch von Christian Buch aufgeschnupft wird. Ja, und jetzt Ruben Denker in der Box. Beide durften natürlich auch DRS öffnen in der Situation, im Gegensatz zu Haase. Haase musste das DRS zulassen, weil er noch an dem Messpunkt vor den beiden war. So, vorne gab es wieder Veränderungen. Denker eben an der Box, kurz angesprochen. Und Klaus Seimertz hat wohl einen Fehler gemacht. Vorletzte Runde eine 39.9 Uhr gefahren. Und jetzt mittlerweile hinter John Atkinson, der jetzt wieder auf der vierten Position ist, hinter Ferenc Kern auf der dritten Position. Also für Bug und Seimers läuft es heute nicht so rund, wie es laufen könnte. Beide bleiben weiterhin draußen. Scheint so, als würden die beiden eine Einstopp-Strategie fahren. So, jetzt Bug mit DRS? Nee, das reicht noch nicht ganz. Also die beiden unterhalten uns gerade am meisten auf der Strecke. Wie lange geht das noch gut? So, jetzt könnte es jetzt aber den Angriff geben. Denkst du? Da gibt's den Abflug! Muss er jetzt hier noch zwei Fahrzeuge passieren lassen und dann geht's weiter für Christian Buch. Der nächste Fehler! Mann, oh Mann! Was für ein Chaos! Ich wollte gerade sagen, jetzt könnte es gehen, denn er hat mehr Schwung genommen. Jetzt sehen wir es hier. Mit viel Schwung raus aus der Hanade und dann kommt der Wheelspin und der Dreher. Und der Einschlag. Die Frage ist, ob er sein Rennen noch gut fortsetzen kann, weil da wurde die Aufhängung minimal beschädigt. Wir werden es jetzt merken. Wie du eben schon sagtest, ja, also der Einschlag sah so heftig aus, also ich schätze auch, dass die Aufhängung jetzt etwas krumm steht. Dass er das Rennen womöglich auch nicht fortsetzen kann. Leider, leider. Aber so wie es aussieht, fährt er weiter. Er bleibt draußen, also scheint es zum Glück doch nicht so schlimm zu sein, wie ich jetzt vermutet habe. Da steht er wieder quer. So, jetzt Jungblut in der Lage, sich Haase zurechtzulegen. Mittlerweile in Schlagdistanz gekommen. Bis 4 Zehntel hinter Haase. Es wandert immerhin zwischen 3 Zehntel, 2 Zehntel und 4 Zehntel. Und da geht er innen vorbei. Hat er die Lücke gesehen? Ja, aber das ist doch nicht vorbei. Achtung! Da ist er vorbei. Jetzt doch, ja. Da hat er die Lücke gesehen. Kleiner Fehler von Haase, so wie es aussah. Ja, minimal neben die Linie gekommen. Da im Tunnel. Achtung, jetzt kommt's. Ja, und das lässt sich dann natürlich aber in Jungblut nicht zweimal sagen. Als nächstes muss ich Haase gegen Christian Buch dann beweisen, der jetzt auch seinerseits nur noch 3 Zehntel hinter Haase ist. Da zeigt er sich schon mal wesentlich früher auf dem Gas. Und jetzt geht Jens Haase an die Box. Also, denkste, eine Stoppstrategie wird wohl doch eine Zwei-Stopp-Strategie sein. Ja, und jetzt für mich die kleine Gelegenheit, noch was zu berichtigen. Ja? Ich hatte ja erwähnt, dass Ruben Denker in der Box war, aber er war nicht in der Box. Er hat sich in der 130R gedreht, aber Auto abgefangen, kein Einschlag. Und interessanterweise genau eine Runde, nachdem sich bereits Klaus Seimertz dort gedreht hatte. Also momentan viele Fehler im Verfolgerfeld. Und Profiteur natürlich jetzt Ferenc Kern auf der dritten Position.
Ja, und die zwei an der Spitze, Justin Hoppe und Lars Bohl, setzen sich weiterhin ab. 22 Sekunden sind die beiden vor Fährens Kern. Ah, also Runde für Runde, circa eine Sekunde schneller weiterhin. Bin jetzt auch mal gespannt, wann die zwei an die Box gehen werden. Sind ja mittlerweile auch bald bei der Halbzeit. Also ich schätze, die Fahrer, die jetzt noch nicht an der Box waren, werden auf jeden Fall eine Einstoppstrategie fahren. Bei den anderen ist es nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. Wir haben schon einen Ausfall. Olli Kral ist schon seit einigen Runden draußen. Was ist da passiert? Ja, das war der sich in der... Ach nee, das war Christoph Grund, stimmt. Ja, Christoph Grund auch schon ausgefallen am Anfang. Direkt in der ersten Kurve der Einschlag. Und nächster Boxenstopp, Christoph Klavitta. Ja, so ein Boxenstopp dauert circa 30 Sekunden, inklusive Einfahrt und Ausfahrt. Der Stopp an sich so um die 2,5 Sekunden, also der Reifenwechsel. Da ist jetzt natürlich die Frage, ob Bohl und Hoppe zur gleichen Zeit in die Box gehen oder ob sie zeitversetzt in die Box gehen und somit dann wir diesen Undercut eventuell sogar sehen können von Lars Bohl. Kurt, du hast es eben schon angesprochen, Olli Kral mit einem Ausfall. Ich habe nachgeguckt, nach der Degner-Kurve, dieser Doppelrechts, die wir vorhin schon erwähnt hatten, ist er durch die Unterführung gefahren. Dort hat er sich gedreht, ist eingeschlagen und dann stand die Aufhängung schief und musste das Rennen jetzt beenden. Hintergrund, Fehler, Fabian Jungblut. Da war er wohl zu weit auf dem Curb drauf. Mal sehen, ob wir es noch einfangen können. Oh, da verliert er beim Anbremsen das Auto. Kannst sogar noch abfangen und jetzt hat er wieder Christian Buch direkt im Nacken sitzen. Dessen legt sich Adriano Fugmann wieder Markus Drechsel zurecht. Haben wir dann Scuderia Tutti Frutti gegen Reactive Sim Racing. Ist er schon im Windschatten, zieht raus. Ja, und er versucht's. Dieser First Corner ist wirklich zurück, schwer zu zurück, überholen. Stecken. Ja. Fugmann momentan der beste platzierte Vater, Vater, auch nicht schlecht, der bestplatzierte Fahrer auf mit zwei Stops. Jetzt hängt er direkt hinter den Fahrern, die noch nicht drin waren. Markus Drechsel und vor ihm noch, aber größerer Abstand Roland Behrer. Weiter innen in der Kurve. Ja, auch ein weiteres schönes Duell. Christian Buch gegen Jungblut. Ja, Bug im Moment nur auf Position 12, also ich hatte vor ein paar Runden mal gesagt, wenn der auf Platz 7 ins Ziel kommt, verliert er ordentlich Punkte auf Lars Boll, Justin Hoppe etc. Jetzt bei Platz 11, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das sind dann noch mehr Punkte. Also wir haben es vorhin schon begründet, weshalb das heute nicht so gut läuft. Bei Christian Buch, aber es ist natürlich bitter heute Abend, dass er dann so mit so wenig Punkten nach Hause geht. Das wären nur 5 Punkte. Zum Vergleich, Position 1 bringt 25 Punkte. Also das ist doch schon ordentlich ein Verlust dann in der Meisterschaft.
Ja, und was jetzt anscheinend untergegangen ist, Lars Bohl vorbei an Justin Hoppe. 1,6 Sekunden, da muss ein Fahrfehler gewesen sein, oder? So, aber erstmal hier gucken wir jetzt, denn jetzt gibt's hier vielleicht das Überholmanöver. Denkste, nicht ganz. Ah, oh, er ist vorbei. Ah doch, natürlich. Habe mich vertan. Bin ich ein bisschen durcheinander gekommen mit den Fahrzeugen. Setzt sich schön innen rein in der 200R. Aber da haben wir jetzt schon einige Überholmanöver gesehen an der Stelle. John Atkinson Jr. an der Box. Kommt jetzt hier vor der Kampfgruppe raus. Aber eng. Das weiß nicht, ob er das ausgerechnet hat oder ob das Glück war. Denn wäre er da hinter diese Kampfgruppe gekommen, das wäre bitter gewesen für John Atkinson Jr. So, jetzt Last Ball an der Spitze. Du hast es gesagt. Führungswechsel. Ich bin mir sicher, Luca wird da gerade ein Auge drauf werfen. Ja, also in dieser 200R. Das ist die Kurve nach der Haarnadel im zweiten Sektor. Einfach nur Vollgas-Rechtskurve. Eigentlich nicht einfach zu fahren, aber man will natürlich ausholen und so möglichst viel Schwung mit auf die Gerade nehmen. Ja, was ist passiert? Justin Hoppe ist beim Ausholen aufs Gras gekommen und musste dann geradeaus fahren, weil er die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hat, ist durchs Kies und dann in der Spoon Corner dementsprechend Lars Bohl an ihm vorbei. Okay. Haben wir das auch aufgelöst? Ja, jetzt haben wir ein umgekehrtes Bild. Jetzt ist Lars Bohl eine Sekunde vor Justin Hoppe. Hat sich mittlerweile auch rausgefahren aus dem DRS-Fenster mit jetzt 1,5 Sekunden an dem letzten Messpunkt. Mal sehen, wann die Boxenstops der beiden kommen. Ja, der erste aus dem Verfolger ist momentan an der Box. Wir sehen es, Ruben Denker. Ja, jetzt zur Rennhalbzeit kommt dann auch der Rest. Also damit sollten wir bald ein bereinigtes Fahrerfeld haben. Und wieder Christian Buch, der sich jetzt Christoph Klawitter zurechtlegt. Ja, und Klawitter macht reden richtig eng zu. Macht ja, das könnte außen ist das stark. Manöver. Aber jetzt könnte Klawitter nochmal. Ja, nee, denkst du. Also gut, jetzt auf der Aufholjagd. Jetzt hat er so ein bisschen von meinem Gefühl den Schalter umgelegt. Keine Fehler mehr. Überholmanöver nach Überholmanöver. Die Pace geht hoch, also. Und Hoppe in der Box. Gut im Aufwind und Hoppe in der Box. Jetzt haben wir es nochmal hier. Stark gemacht, wirklich stark. Hoppe kommt jetzt rein. Ich wollte es gerade noch ansprechen. Was hat er jetzt für Möglichkeiten, wenn er hinter der Ball liegt? Früherer Boxenstopp und dann mit den neuen Reifen wirklich tolle Zeiten der Asphalt brennen und dann wieder eventuell vor Last Ball rauskommen. Da muss er bei 1,3 Sekunden aufholen und das wird verdammt schwierig. Und Boll hat natürlich jetzt die Möglichkeit, sofort reinzukommen und zu kontern. Ja, ganz wichtig hier, dass er vor Klaus Seimitz bleibt nach seinem Boxenstopp, um dann nicht hinter Klaus Seimitz festzuhängen mit seinem frischen Reifen, denn Klaus Seimitz war noch nicht in der Box. Es ist spannend, ob Lars Bohl in die Box gehen wird am Ende der Runde. Ja, sollte er, denn jede Runde, mit der Justin Hoppe jetzt mit frischeren Reifen fährt, wird er natürlich Zeit gut machen und das sollte Lars Bohl natürlich unterbinden. Christian Buch, der sich mittlerweile John Atkinson Jr. zurechtlegen kann, jetzt. Bohl bleibt draußen vorne an der Spitze. Das ist eine Überraschung für mich.
So, konzentrieren wir uns jetzt hier auf das Duell. Du hast es gerade schon gesagt, Christian Buch gegen John Atkinson Jr. jetzt. Also hier geht es jetzt um Position 9. Also Christian Buch ist gerade wirklich, ich habe es gerade schon gesagt, gut dabei, Schadensbegrenzung zu betreiben. Und nach vorne, ja, sag mal so, bis Platz 6 kann man, denke ich, noch Plätze aufholen. Dann wird es schwer. Ja, und jetzt, so, jetzt kommen noch die, restlichen Leute an die Box. Kommen beide wohl vor Fugmann raus. Aber Fugmann vor Denker jetzt. Aber wir wissen, Fugmann war sehr früh an der Box, der muss garantiert nochmal reinkommen. So, jetzt hat Bug wieder die Chance, da geht er vorbei. Dann nutzt er das DRS und überholt wieder auf Start und Ziel. Also so wie er zum Teil an den gleichen Stellen die Fehler macht, überholt er auch an den gleichen Stellen. Also und jetzt kommt Boll rein. Lars Boll in der Box. So, jetzt wird's spannend. 30 Sekunden Vorsprung vor Justin Hoppe. Reicht das? Das ist die große Frage. So, und weiter geht's. Kurze Standzeit und wo ist er? Wo ist ja, Justin Hoppe? Jetzt über das Ziel. Da ist er! Und das reicht für wohl. Oh, ist das eng. Da können wir uns jetzt auf ein schönes Duell freuen. Bei Lars Boll sind die Reifen jetzt natürlich noch kalt und das bedeutet jetzt besonders in den S-Kurven Nachteil. Besonders, weil er da auch noch jetzt auf Verkehr stößt. Okay, das ist schon mal geklärt. Er hat jetzt Hase Schönplatz gemacht. Und jetzt beginnt die Hetzjagd über die Strecke in Japan. Also ich bin gespannt. Justin Hoppe für mich der Favorit, denn eigentlich fährt er geringfügig die schnellere Pace Fehler. Und Hoppe macht einen mit Fehler. Er hat zu viel eingelenkt. Beim Bremsen und Bremsen und Lenken, das funktioniert nicht so gut. Und das ist natürlich doppelt bitter, weil jetzt ist er aus dem DRS-Fenster raus. Ich will nicht sagen, dass das jetzt hier eine Vorentscheidung war oder irgendwas in die Richtung, aber das war natürlich schon mal Schlag in den Nacken für Justin Hoppe, für den Mann von Velocity Motorsports F1. Also das hätte jetzt nicht gebraucht. Da war er zu, ja, ich würde sagen, ein bisschen vielleicht zu übermotiviert. Ja, und Schlag in den Nacken gab es für Ruben Denker, und zwar an derselben Stelle wie Justin Hoppe hat er sich gedreht und damit jetzt die Position an Christian Buch geschenkt. Ja, ich habe gerade noch gesagt, wenn es gut läuft, Platz 6 für Christian Buch. Ja, eine Runde später hat er sich schon inne. Also durch die ganzen Boxenstopps ist er jetzt vorbeigegangen. Und da muss ich meine Aussage nochmal revidieren. Wenn er einen guten Stint jetzt noch erwischt, ist da noch theoretisch Platz 4 drin. Aber natürlich, umso weiter er jetzt nach vorne kommt, umso stärker werden natürlich auch die Gegner. Und dann wird es natürlich schwerer, da ranzukommen. Und jetzt Buch Fehler! Sich erneut das gibt's doch nicht. Ich sollte mal meinen Mund halten und sie nicht aufs Podest, wollte ich schon sagen, auf Platz 4 reden. Wieder der Fehler von Christian Buch. Jetzt kommt's. In der zweiten Kurve zu früh auf dem Pinsel. Hat das Auto eigentlich abgefangen. Und aber beim Losfahren, das ist ärgerlich. Ja, das ist schade. Da will er wieder losfahren, dann bleibt er am Reifenstapel hängen, aber ich denke, der Schaden dürfte sich in Grenzen halten.
bis auf Platz 9 zurückgefallen. Da darf man sich jetzt erstmal wieder ranarbeiten. Und Platz 4 ist mal abgeschrieben, um es nett zu sagen. Ja, und Justin Hoppe ist wieder ran an Lars Bohl. Also er hat die letzten Runden, war er wieder etwas schneller und konnte sich wieder an Lars Bohl ranfahren. Da kann es gut sein, dass wir in den nächsten Minuten dann auch wieder den Angriff sehen werden. Beide sehr spät auf der Bremse. Ja, was wir mal nicht unter den Tisch fallen lassen sollten, worüber wir noch gar nicht geredet haben und den wir auch vom Gefühl her gar nicht im Bild hatten. Platz 3 im Moment, Ferenc Kern. Also im Moment sieht's für ihn stark nach einem Podium aus. Hat knapp 6 Sekunden Vorsprung auf Klaus Salmitz. Also für den Mann von Reactive Sim Racing sieht's doch ganz gut aus. Ja, momentan einige, die sich überraschend nach vorne gekämpft haben. Also du hast gerade schon gesagt, Ferenc Kern auf der 5. Position nur fällig, weil er früher in der Box war, Adriano Vogtmann. Und auch Christoph Klaviter hat profitiert von den ganzen Drehern von Ruben Denker und Christian Bug und ist momentan auf der 7. Position. Ja, in dieser Onboard-Aufnahme schön zu sehen, wie schnell die Fahrzeuge doch sind. Also die meisten aus iRacing fahren natürlich im GT3-Bereich, weil, wie zu Anfang schon erwähnt, die Fahrzeuge hier der McLaren Honda extrem schwer zu fahren, auch was das Setup-Bauen angeht, extrem herausfordernd. Also wir haben hier ein Auto, was wirklich sehr, sehr nah an der Realität dran ist. Sprich, die Fahrer müssen Stunden in ihren Setup investieren. Also richtige Herausforderung das Ganze und wie man sieht auch unglaublich schnell. Ja, lass uns doch mal wieder an die Spitze schalten, würde ich vorschlagen, denn da ist jetzt Justin Hoppe wieder im DRS-Fenster. Ja, im Gegensatz zum ersten Rennen, wo es natürlich für Justin Hoppe ein Start-Ziel-Sieg war, gefühlt, weil er war ja die ganze Zeit so weit vorne weg, hat er jetzt richtig zu kämpfen mit Lars Bohl, was uns natürlich sehr, sehr freut. Wie sieht es bei euch aus? Ja, das ist für mich, wie gesagt, eine ziemliche Überraschung. Ich habe ja vor dem Rennen gesagt, dass Justin Hoppe für mich der Favorit ist, nach dieser fulminanten Leistung in Sao Paulo. Und ja, das sind jetzt Lars Bohl mehr als gefährdet, also hier eigentlich gerade um den Sieg fährt, das wundert mich doch ein bisschen. Also, ich weiß nicht, wie du es siehst, Luca, aber das ist doch schon eine Überraschung. Auf jeden Fall, vor allem sind sie beide wirklich fast genau gleich schnell, da unterscheiden sich wirklich momentan, ja, dass jeder Fehler einfach ausschlaggebend. Wir haben vorhin den Fehler von Hoppe gesehen, wo der Platz verloren hatte. Ja, Luca, was mir hier, wollte ich nicht unterbrechen, ich hoffe, du warst fertig. Ich war fertig. Ja, was mir hier immer auffällt beim Justin ist, der täuscht immer kurz an. Wenn er nah dran ist, dann täuscht er an. Auch wenn er noch gar nicht die Möglichkeit hat anzugreifen, aber es gibt immer so ein kurzes Ausschweifen. Ich weiß nicht, ob er damit seinen Gegner ein bisschen verunsichern will. Also das ist schon öfters passiert im Rennen. Ja, ist natürlich aber. Ja, und Frage ist natürlich, ob er rausgeht aus dem Windschatten, um vielleicht auch einen besseren Bremspunkt zu haben, um nicht im Windschatten bremsen zu müssen. Aber wie du sagst, es macht natürlich den Fahrer auch nervös. Wir haben es von dem ein oder anderen Fahrer auch aus dem ersten Rennen gehört im Nachhinein, dass es doch sehr, sehr anstrengend ist, wenn dann plötzlich ein Fahrer von hinten kommt und man damit nicht rechnet. Und es ist doch sehr erfordernd, wenn man dann in die Seitenspiegel guckt und sieht, oh, da kommt einer mal richtig rangeflogen und schert da mal aus, schert da mal aus. Also das ist auch das Thema, wo ich gesagt habe, du musst 100% konzentriert sein. Da zeigt sich Denker. Wäre auch eine extrem gefährliche Stelle gewesen, hier zu überholen. Sehen, ob er sich jetzt innen reinbremst. Eine etwas weitere Linie, um mehr Schwung mitzunehmen auf die 200R. Verliert natürlich dann am Anfang erstmal ein bisschen. So, und hier Hoppe, richtig ganz nah dran. Haben sich ja fast berührt eben.
Na, kleiner da Fehler. Kommt er sehr weit raus. Hoppe, ja. Hat er den Teppich mitgenommen? Ja, das ist verdammt gefährlich, auf dem Teppich zu beschleunigen. Also da können die Autos sehr unruhig werden. Ja, und sind schon wieder fast eine Sekunde jetzt. Also Hoppe mit einem kleinen Fehler und jetzt fällt er fast aus dem DRS-Fenster raus. Also Hoppe muss aufpassen. Er scheint mir ein bisschen übermütig zu sein. Scheint mir von der Geschwindigkeit der Beste oder einer der Besten zu sein. Ich würde sagen, man kann ihn mit Lars Boll heute, der einen klasse Job macht, gleichsetzen. Aber der macht immer noch ein bisschen mehr Fehler. Hat natürlich auch Platz 1 in Sichtweite. Ich denke, das motiviert. Und dann siehst du die kleinen an und dann willst du noch mehr. Und das sind dann die Mühe, die dann wirklich dazu führen, dass du dann einen Fehler machst. Was macht denn da Klavita? Gucken wir uns das in der Wiederholung an. Ich weiß auch nicht, was da jetzt passiert ist. Ah, scheint die Kontrolle verlieren beim aufs Gas gehen. Und damit ist dann natürlich Ruben Denker vorbei. Ja, da ist außen noch der Curb von der zweiten Rechtskurve. Und da ist er, glaube ich, drauf gekommen. Dann hat das Auto gleich quergestellt. Und dadurch verlierst du halt die Kontrolle. Ja, hier haben wir den einzigen Fahrer, der noch nicht an der Box war. Nein, Entschuldigung, unsere Anzeige spinnt etwas. Natürlich waren jetzt schon alle Fahrer an der Box. Denn ich muss nicht täuschen. Christian Buch aktuell wieder in der Box. Christian Buch, einer der zwei Stopper. Dann könnten wir jetzt auch langsam Adriano Vogtmann wieder erwarten. Ja, damit geht's für Christian Buch jetzt wieder noch weiter nach hinten. Also, ja, viel wird für den Mann von Hawk Sim Racing heute nicht mehr drin sein. So, zurück an der Spitze. Jetzt wird's wieder spannend. Justin Hoppe, du sagst es, der kommt wieder ran, ist dran. DRS jetzt auf Startziel natürlich. Aber da geht noch nichts in Richtung Überholmanöver. Hat aber auch noch genügend Zeit. Wir sind noch nicht in der Schlussphase, beziehungsweise wir kommen jetzt langsam in die Schlussphase. Aber noch hat er genügend Zeit, Lars Boll nervös zu machen und auf einen Fehler zu warten oder einmal ein riskantes Manöver zu setzen. Wir dürfen gespannt sein. Am Horizont vorne dran Markus Drexel. Da kommt natürlich auch noch ein zusätzlicher Faktor jetzt zum Tragen, die Überrundung. Ja, das ist ein Punkt, wo dann auch Hoppe wieder Zeit gewinnen kann. Aber Boll natürlich auch Profiteur, der jetzt dann, wenn er auf, ja, dürfte vorher schon vorbeikommen. Ja, da lässt Drexel ihn durch. Ja, fair. Sehr fair von dem Mann von Reactive Sim Racing, also da hat er wirklich die blauen Flaggen sehr ernst genommen und hat beide schnellstmöglich vorbeigelassen und mischt sich eben nicht in den Kampf um den Sieg ein. Es ist manchmal nicht so schwer, besonders auf so einer Strecke wie Suzuka, aber wie gesagt, sehr gut gelöst. Ja, und wie du sagtest, Luca, Vogtmann war jetzt auch an der Box. Also jetzt ist die Zeit für die Zweistopper da. Wir bleiben natürlich hier in dem Duell um Platz 1. Was natürlich sehr überraschend ist in Runde 38, dass wir die beiden Topfahrer hier vorne so eng aneinander sehen. Da zeigt sich Hoppe wieder leicht. Aber wohl ganz cool da vorne an der Spitze, verteidigt seine erste Position weiterhin. Umso länger das Rennen dauert, umso mehr müssen wir auch den Faktor Reifenverschleiß natürlich ins Spiel bringen. Ganz wichtig ist jetzt auch, wer von beiden kann die Reifen besser schonen. Und dann ist natürlich wieder ein Vorteil bei Lars Boll. Der war länger draußen,
hat somit 2-3 Runden weniger auf den Reifen. Ich habe ja zuerst gesagt, warum kommt der Boll nicht rein? Er muss doch jetzt schnell die Reifen wechseln, damit er nichts auf Hoppe verliert, der jetzt mit den frischen Reifen schon unterwegs ist. Aber das kann natürlich hinten raus ein Vorteil sein, wenn er mit weniger Laufzeit auf den Reifen unterwegs ist. Und kann es leider nicht einschätzen, da weiß ich auch zu wenig zu dem Typ von Fahrern, wer von beiden jetzt mehr die Reifen beansprucht. Aber das werden wir jetzt auch lernen und über die Saison natürlich beobachten können. Auch in der Sim-Racing-Branche gibt es Leute, die als Reifenflüsterer bezeichnen werden können und welche, die auch als Reifenverbraucher bezeichnet werden können. Also auch sowas gibt's hier. Da muss man sich nur an die DGTM zurückerinnern. Ein großer Faktor kommt natürlich für Bolder auch zum Tragen. Er hat freie Fahrt und er mit eben keine Dirty Air. Das macht daran auch einiges aus. Nicht zu vergessen sollten, oder was wir auch nicht vergessen sollten, die Frage ist, wer muss Sprit sparen? Wie ich auch schon erwähnt hatte, man hat die Möglichkeit voll loszufahren, man hat natürlich auch die Möglichkeit mit weniger Tank loszufahren und dann das Gewicht zu sparen, um leichter, schnellere Zeiten zu fahren. Wer jetzt von beiden auch leichter ist, wissen wir nicht. Vielleicht muss ja Hopper auch Sprit sparen, bleibt deshalb bewusst so nah hinten dran, um dann in den gewissen Zonen lupfen zu können, um ein bisschen Sprit sparen zu können. Also viel, was hier reinspielt. Ja, da würde dann der Fachbegriff Lift and Coast dazu kommen. Also das bedeutet, dass man halt, bevor man an Anbremspunkt schon ein bisschen vom Gas geht, könnte man zum Beispiel Ende Start-Ziel machen oder auch kurz vor der Hanade hier nach der 130R. Also das wären so Stellen, wo das funktionieren würde. So, jetzt haben wir mal eine schöne Sicht aus dem Helikopter. Schön die DRS-Linie zu sehen, wo die Fahrer dann den Knopf betätigen dürfen zum Öffnen des DRS. Ja, in der Kamera werden wir es jetzt schön erkennen können. Immer näher kommt er ran, aber keine Chance im Moment. Da reicht das DRS auch nicht. Ja, wir sind auch in den Rundenzeiten absolut identisch. Vorletzte Runde, Lars Boll 35-0, Hoppe ebenso. Dann eben der Runde, Lars Boll eine hohe 34-6. Dahinter Hoppe minimal langsamer, hat nur 34-7. Aber das sind wirklich, ja, ganz kleine Abstände hier nur. Oh, bisschen Rauch beim Anbremsen. Also, das ist wirklich hier ein Ritt auf der Rasierklinge für beide Fahrer. Die sind wirklich am Limit, das sieht man. Und das ist natürlich klar, beide fahren jetzt hier um den Sieg. Die Aufregung steigt natürlich jetzt auch, umso weiter es in Richtung Ziel geht, und da ist natürlich dann Lars Boll, der ein bisschen mehr Druck hat, denn umso näher man der so erhofften Zielflagge kommt, umso aufgeregter wird man natürlich auch. Es sind noch 3 Runden, nur noch 2 Runden, und dann können natürlich noch mehr Fehler passieren, wenn man so unter Druck ist wie Lars Boll im Moment. Aber Boll scheint recht entspannt zu fahren, also momentan Hoppe fährt sehr aggressiv, macht hin wieder kleine Fehler, verliert dadurch auch entsprechend Zeit, und jetzt ist er dicht dran, ganz dicht dran an Boll. Jetzt könnte es gehen, aufpassen. Und jetzt macht Boll einen Fehler. Jetzt Boll mit einem kleinen Fehler beim Rausbeschleunigen. Uiuiuiui. Und jetzt kommt noch einer aus der Box dazu. Oh! Das ist natürlich der schlechte checkste Zeitpunkt. Und ja, nächste. Genial gemacht von Lars Boll. Das würde ich nochmal gerne in der Wiederholung sehen, wenn sich das Ganze hier entspannt hat. Da hat er den Fehler gemacht, und dadurch, dass Justin Hoppe so ein bisschen in die Falle eingetreten ist, nämlich so früh vorbeizugehen, konnte Lars Boll nochmal im Windschatten sich ransaugen und nochmal vorbeigehen. So, hier passiert's schon. Beziehungsweise Lars Boll macht hier sowas von die Tür zu. Passt schon doppelter Spurwechsel, also das ist auch an der Grenze der Legalität, muss man sagen. Ja, hat hier Hoppe fast gegen die Wand gedrückt, also der Hoppe daneben gegangen, dann, also ein Auto hat er nicht mehr dazwischen gepasst, zwischen Bohl und der Wand. Da musste dann Hoppe so extrem nach links ziehen, also hart an der Kette, wie du schon gesagt hast, aber noch legitim, würde ich sagen.
Ja, langsam wird die Luft dünner. Für beide. Lars Boll natürlich, weil er jetzt unheimlich unter Druck ist, aber auch für Justin Hoppe. Es sind nur noch 12 Runden. Hoppe ist wieder dicht dran jetzt. Ja, langsam geht's in Richtung Rennende. So, jetzt vielleicht nochmal. Jetzt ein bisschen später. Ja, er versucht's. Nee, er macht wieder nur seinen Antäuscher. Jetzt ist er dran an den Esses. Natürlich eine sehr, sehr schwere Stelle hier zu überholen. Da musst du auf den Fehler vom Vordermann hoffen. Sonst hast du hier keine Chance. Oder es ist wirklich Gehirn ausgeschaltet und einfach stumpf reingehalten. Ja, sonst heißt es jetzt warten. Wieder ein bisschen nervös machen den Lars Bohl und dann gucken, dass ich vorbeigehen kann. Ja, sind wieder Hoppe sehr aggressiv. Also er versucht wirklich alles rauszuholen. Weiteren Verlauf des Feldes hat sich etwas beruhigt, was die Abstände angeht. Wir haben im Moment keinen im DRS-Fenster. Natürlich haben wir alles weiterhin im Blick. Sobald sich irgendwas anbahnt, sind wir hier auch kurz aus dem Kampf um die Position 1 raus. Aber ich denke, wir alle sind uns einig, hier bei diesem Kampf muss man einfach bleiben. So einen spannenden Kampf um die Spitze sieht man selten. Und dann vor allem in einer neuen Serie mit einem so schwer zu fahrenden Fahrzeug. Und das dann über mehrere Runden. Wir haben jetzt noch 10 Runden zu fahren. Also, wir können uns jetzt auf ein fulminantes Finale einstellen. Dustin Hoppe, gerade die Runde war nicht gut. Jetzt ist er wieder ein bisschen weiter weg. Kommt auch gleich die nächste Überrundung. Ja, das ist jetzt Hase, der da vorne fährt. Und ja, wer fährt vor Jens Hase momentan? Christian Bug. Ja, macht da sehr schön Platz. Sehr gut mitgespielt. Auch nicht ganz einfach das Ganze. Sollte man auch nicht unterschätzen, so Überrundungen. Auch als Überrundeter ist es sehr, sehr schwer, da ordentlich mitzuspielen. Aber hat er sehr gut gemacht, der Jens Hase. Wesentlich weiter draußen. Viel, viel mehr Schwung mit. Ich habe das Gefühl, die Schikane ist wirklich so ein Punkt, wo Hoppe immer drankommt. Und jetzt wieder die Möglichkeit für ihn. Ja, jetzt aufpassen. Das in O. Und das könnte reichen, das könnte reichen. Und das reicht für ihn. Was für ein Manöver, aber wartet noch. Ja, doch, jetzt ist es passiert. Jetzt ist es passiert. 9 Runden vor Schluss, also der Führungswechsel. Gucken wir uns das nochmal an. Scheint mir ein Fehler gewesen zu sein, denn wir sehen das hier ganz gut. Da war Justin Hoppe doch noch ziemlich weit weg. Da muss auf jeden Fall Lars Boll hier beim Rausbeschleunigen nicht so gut gewesen sein. Und so ist es auch. Jetzt ist er schon nah genug dran. Ist noch ein bisschen, sieht nicht so nah aus. Und dann kommt DRS. Tut denn sehr, sehr weit wieder raus. Ja, das war wieder an der Grenze. Und ja, dann muss das aber aufgehen. Also ich bin sehr gespannt, was die beiden hier gleich im Interview sagen werden. Ob die beiden noch so gut miteinander befreundet sind nach diesen harten Duellen hier. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja ein Comeback von Lars Boll. Übrigens nochmal ein Boxenstopp, Fabian Jungblut beim Service nochmal. Sehr spät. Ja, auf jeden Fall momentan noch nichts entschieden. Wir haben eben schon gesagt, Überrundungsverkehr. Es wird noch
Ja, so knapp 5 Runden dauern, denke ich, dann werden sie auf die nächsten auflaufen, wie vorhin erwähnt, Christian Bug, vor ihm fährt Antonio Fugmann, auch relativ eng beisammen. Da will ich dann, will natürlich dann auch keiner Zeit verlieren. Jetzt mittlerweile sogar deutlich schneller als Fugmann. Eventuell sehen wir da nochmal rüber. Ja, der Fight um Platz 8. Bin gespannt, was da passiert. Aber es sind noch 1,5 Sekunden, also wir sollten doch erst hier bleiben. Hier ist es noch enger. Allerdings geht doch ganz stark die Tendenz dazu hin, dass Lars Boll doch ein bisschen abreißen lassen muss. Auch wenn er hier jetzt wieder einigermaßen nah dran ist, aber das reicht eben nicht. Jetzt wird er DRS aufmachen und natürlich geht Justin Hoppe sofort auf die Kampflinie. Und das geht nicht. Also da muss Lars Boll sich etwas ausdenken lassen, wenn das hier noch was werden soll mit dem Sieg. Im Moment ist alles bei Justin Hoppe. Natürlich wird der Zweikampf, wie wir auch schon gesagt haben, ziemlich auf die Reifen gegangen sein. Jetzt ist wirklich die Frage, wer hat jetzt in den letzten Runden hier noch die besseren Reifen von den beiden? Wer kann auch noch die bessere Pace gehen? Und wir haben auch noch zwei Ausfälle zu vermelden. Fabian Jungblut, den ich gerade in der Box erwähnt hatte, scheint draußen zu sein. Und auch Pavel Rybak steht jetzt schon seit einigen Runden in der Box. Also beide vermutlich leider ausgefallen. Weiteres Duell, Ruben Denker gegen John Atkinson, wird jetzt auch nochmal ganz eng. Ja, im Bild, der die beiden Führenden auf Startziel kommt. Lars Boll immer wieder ran, aber das reicht eben nicht, um vorbeizugehen. Währenddessen haben wir die Information, was mit Fabio Rybak und Fabio Jungblut passiert ist. Rybak ist an der Stelle in den SS abgeflogen, genau an derselben Stelle wie Christian Bug vorhin. Fabio Jungblut ist am Ausgang der SS abgeflogen, genau wo wir jetzt sind momentan. Da gab es auch in der GEC letzten Jahres einen Unfall. Ich weiß nicht, ob noch jemand dabei war, der sich daran erinnert. Ist sehr schwierig, wenn die Autos da den Berg hoch beschleunigen durch die Kurve. Verlieren sie gerne mal Traktion. Genau das ist Fabian Jungblut zum Gefängnis geworden. Ja, aber Lars Boll lässt sich hier von Justin Hoppe nicht abhängen. Er bleibt weiterhin dran. Vielleicht sagt er sich auch, ich warte jetzt einfach, guck, wo ich meine Chancen ergreifen kann und greift dann in den nächsten 4 Runden an, um so dann einem Gegenangriff von Justin Hoppe natürlich entgegenzuwirken, weil dann die Runden am Ende natürlich auch ausgehen. Es bleibt zumindest spannend, also das Ganze ist noch nicht entschieden, auch ich sagte es gerade, wenn im Moment so ein bisschen Justin Hoppe in der Favoritenrolle ist. Bei dem scheint so ein bisschen das Momentum mit zu sein, also die erste Rennhälfte, da hat er auch schon stark dominiert. Dann, wie gesagt... Ja, klar, wieder vorbei an Fugmann. Ja, gut gemacht.
Wie gesagt, dann das zweite Renndrittel so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen aufhalten. Also das war in ganzer Zeit ein spannendes Duell und beide scheinen ungefähr gleich schnell gewesen zu sein. Jetzt Justin Hoppe ein bisschen schneller. Also ein spannendes Duell über das ganze Rennen. Ja, vielleicht können wir mal kurz auch mal auf die Onboard von Adrian Fugmann schalten, weil da sehen wir minimal eine ganz leichte Beschädigung am Frontflügel. Da hat sich nämlich ausgangs die erste Kurve gedreht. Dementsprechend natürlich dann das Auto nicht mehr ganz funktionsfähig. Wir sind vorne links leicht verbogen. Uns fällt immer weiter zurück. Ja, man sieht es am ganzen Flügel. Der hängt ein bisschen nach rechts ab. Vorhin lag er noch vor Christian Buk, jetzt mittlerweile hinter Buk und klar wieder zurückgefallen. Oder war Justin Hoppe gerade extrem weit draußen oder war das ein Überrunden da? Ah, nee, das war nicht. Das war. Aufpassen. Das war jemand, der zu Das war überrunden Roland war. Vera, glaube ich. Ja, der hat sehr viel Platz gemacht und jetzt sind wir mittlerweile in den letzten 5 Runden. Also jetzt geht es hier ums Ganze. Und hier vorne geht es immer noch um den Sieg der beiden. Also Justin Hoppe oder Lars Bohl. Einer von beiden wird jetzt in den nächsten 5 Runden das Rennen für sich entscheiden. Sprich, nochmal Konzentration, alles aus dem Körper rausholen, alles aus dem Auto rausholen und dann die besten Zeiten nochmal setzen. Ja, Ruben Denker übrigens an John Atkinson dran. Also das ist noch ein weiteres Duell im Fahrerfeld. Sonst scheint alles entschieden zu sein. Das ist der Fight um Platz 5, haben wir jetzt im Bild. Letzte Runde, 4 Zehntel schneller, Ruben Denker. Wir haben natürlich das Duell in der Spitze im Auge, also wenn das da wieder sehr eng wird, schalten wir da hin. Aber erstmal gibt es hier noch nicht ganz den Angriff. Ich wollte gerade schon sagen, da hat der Mann von Piranha Sim Racing schon mal ausgeholt, aber dann war er doch noch nicht nah genug dran. Rausbeschleunigen nimmt viel, viel Wiese mit. Auch nicht so ungefährlich, hatten wir auch schon thematisiert, das Ganze. Auch Also Roland beide Wehrer hier. fällt zurück. Was ist da passiert? Wir sind auf dem falschen Wagen gerade. Der Aber ist raus? ebenfalls in der Box. Ja, scheint so, als wäre er raus. Und Lars Bohl aktuell ganz nah dran. Ja, schalten wir schnell dahin, das ist wichtiger jetzt. Ja, jetzt gibt es vielleicht die Möglichkeit auf Startziel mit DRS, wobei das sieht nicht so aus. Also, da ist ja eigentlich zu weit weg. Er hat noch 2 Runden, 3 Runden hat er noch. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob da noch was passiert, aber ich schätze eigentlich im Moment nicht. So, jetzt. Kannst du uns sagen, was mit Roland Vera passiert ist? Ja, ich habe beim Teamchef nachgefragt. Ganz ärgerlich, Roland Vera wurde Opfer eines Disconnects.
Ah, schade. Kurz vor Schluss, da kann er natürlich gar nichts machen. Ganz bitter. Das ist ganz bitter, das tut mir leid. Ich bin noch in der Wertung drin, aber er lag auf Platz 7, jetzt ist es wahrscheinlich nur Platz 14, ne, Platz 13. Das ist sehr ärgerlich. Völlig unverschuldet. Das tut mir ein starkes Rennen von ihm. Ja, die ganze Zeit durchgekämpft und dann technische Probleme, also. Ja, aber nochmal ein großes Lob an alle Fahrer. Wir haben total wenige Ausfälle gehabt jetzt in diesem Rennen. Bei einem Fahrzeug, wo der kleinste Kontakt wirklich schon zum Totalschaden führen kann. Aber ich hätte jetzt eigentlich mit mehr Ausfällen gerechnet, anstatt mit diesen 5 Ausfällen, die wir jetzt haben. Im ersten Rennen hatten wir wesentlich mehr. Definitiv, also Suzuka ist eigentlich vom Schwierigkeitsgrad und vor allem auch was die Unfallwahrscheinlichkeit oder Gefahr angeht, doch eigentlich höher einzuordnen als Interlagos. Das ist natürlich dann aber auch dem geschuldet, denke ich mal, dass in Interlagos die Erfahrung bei den meisten Fahrern noch ein bisschen kleiner war als jetzt hier, nach einem Rennen schon. Also das könnte ein bisschen eine Erklärung sein, also da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ich hätte da auch mit ein bisschen mehr Ausfällen gerechnet, aber eigentlich diszipliniert des Fahrerfeldes, also Disziplinierheit ist ziemlich hoch. Ja, und jetzt muss aber wirklich in der nächsten Runde auch schon der Angriff auf Startziel kommen. Sonst sehe ich hier schwarz für Lars Bohl, dass er noch vorbeikommt an Justin Hoppe. Weil Justin Hoppe hat natürlich dann in der nächsten Runde, in der allerletzten Runde, den Vorteil, dass er den Kurven einfach immer die Tür zuwerfen kann. Und auf Start und Ziel vorbeizugehen wird dann wirklich sehr, sehr schwer, obwohl die Ziellinie doch recht spät kommt im Vergleich zu anderen Strecken. Ja, aber die Spannung ist bis zum Schluss gegeben. Das ist wirklich einzigartig hier. Die beiden sind jetzt wirklich eigentlich über das gesamte Rennen innerhalb von 2 Sekunden und in diesem Moment halt seit doch eigentlich schon fast der Rennhälfte innerhalb von 1 Sekunde. Also das ist wirklich unfassbar. Die beiden geben uns eine hervorragende Show und ich freue mich wirklich gleich, die beiden hier in der Kommentatorenkabine zu haben. Im Interview. Du bist wahrscheinlich mit Ferenc Kern im Drittplatzierten. Ich denke, er ist an John Atkins vorbeigegangen währenddessen. Ja, es hat sich angedeutet. Das ist natürlich bei diesem spannenden Zweikampf um Platz 1, der jetzt in die vorletzte Runde geht. Nein, sogar in die letzte Runde, Entschuldigung. Leider untergegangen, aber das ist, glaube ich, auch verständlich. So, jetzt heißt es ranbleiben, ranbleiben, ranbleiben und dann irgendwo noch den Angriff setzen, um sich dann noch Platz 1 zu holen. Ja, die Spannungen sind wirklich zum Greifen nahe, also jetzt nochmal der letzte Versuch, der wird jetzt alles rausquetschen aus seinem McLaren hier. Oder geht er? Ah, da kann man weit raus. Da kann man weit raus. Das war natürlich jetzt nochmal ein Fehler. Der darf dir in der letzten Runde nicht passieren, wenn es nochmal um alles geht. Aber viel Zeit hat es nicht gekostet. Er ist immer noch in Schlagdistanz. Jetzt die Frage, wie kommt er um den Spoon? Jetzt hat er mittlerweile einen sehr großen Rückstand. Ja, das scheint es. Das war's, glaube ich. Aber noch kommt die 130R, da haben wir auch schon den ein oder anderen Fehler gesehen. Hoppe ja, war da vorhin auch sehr weit draußen, genau. Also noch ist er nicht ganz in trockenen Tüchern. Ja, jetzt ist es aber entschieden. Gehen wir nach vorne. Also, Justin Hoppe darf den zweiten Saisonsieg nach Interlagos feiern. 2 Rennen, 2 Siege, herzlichen Glückwunsch. Platz 2, Lars Bohl, klasse Fight, das ganze Rennen über. Wahrscheinlich ein bisschen unglücklich, ein Fehler hat dem Justin gereicht, um in Führung zu gehen. Also, die beiden haben uns heute richtig Spaß gemacht und herzlichen Glückwunsch an die beiden. Ja, und jetzt sehen wir hier nochmal die letzten Meter von Ferenc Kern, den wir sehr, sehr wenig im Bild hatten, aber der sich still und heimlich auf Position 3 dieses Rennen dann vorgeschlichen hat und vor Klaus Simons im Moment liegt. Auch eine super Leistung von ihm. Herzlichen Glückwunsch, wenn er jetzt noch die Schikane gut übersteht.
Ja, und damit ist es auch geschafft für ihn. Und Klaus Seimetz kommt auf Platz 4 über Start und Ziel. Schade, ich weiß nicht, ob er zufrieden ist. Also, da denke ich, wäre doch ein bisschen mehr drin gewesen. Das Podium war auf jeden Fall zum Greifen nah. Hat aber den einen oder anderen Fehler gemacht. Zu übermütig. Ich erinnere mich an das Duell in der R130 zurück. Und der letzte in den Top 5 ist Ruben Denker von Piranha Sim Racing. Also, er komplettiert die Top 5. Vor John Atkinson Jr., der gerade noch Platz 5 hergeben musste. Und Christian Bug, ist er schon im Ziel? Ne, noch nicht ganz. Oh, was ist da? Genießt wohl doch bitte nicht noch einen Abflug. Ja, die sind schon im Ziel, glaube ich. Bug war ja schon überrundet. Okay. Nee, sicher? Ja, Bug war überrundet. Ja, fahren in die Box. Okay. Dann ist es jetzt amtlich. Also Christian Bug auf 7. Platz 8, Christoph Klavita. Platz 9, Adriano Fugmann. Platz 10, Markus Drechsel. Platz 11, Jens Weber. Platz 12, Jens Hase. Platz 13, Roland Vera. Ausgeschieden sind leider Fabian Jungblut, Pavel Rübak, Olli Kral, Roger Noack, Christoph Grund und Michael Kallenberg. Also die beiden sind gar keine Runde gefahren, also oder die ganzen vier. Aber gut, das war also Lauf 2 der DSFM. Bleibt dran, wir haben gleich noch die ersten drei im Interview. Bis gleich. So, jetzt haben wir die ersten drei des zweiten Laufes in der Kommentatorenkabine. Wir fangen natürlich an mit dem Sieger, mit Justin Hoppe. Herzlichen Glückwunsch, Justin. Zweites Rennen, zweiter Sieg. Wir hören uns zum ersten Mal, denn beim ersten Rennen gab es leider technische Probleme. Da hatten wir kein Interview. Also, herzlichen Glückwunsch. Wie war das Rennen für dich? Und dann natürlich erstmal die Frage, wie war das Duell mit deinem Konkurrenten Lars Boll? Ja, danke erstmal. Quali verlief eigentlich ganz gut. Die Polezeit war möglich, gab es leider ein paar Probleme mit dem Verkehr in der letzten Schikane. Dann von 3 los, dann ist Lars ein bisschen schlecht weggekommen. Wir konnten Inside durch und direkt auf 2. Ja, und dann hat sich das alles so ein bisschen auseinandergezogen. Der Lars blieb natürlich die ganze Zeit dran. Und zum Boxenstopp hin dann, beziehungsweise ein paar Runden davor, ist mir dann im zweiten Sektor das Auto ausgebrochen, konnte ich leider zum Glück noch retten über die Wiese, sonst wäre es wahrscheinlich schon da vorbei gewesen. Dann rein in die Box, komischerweise etwas längere Standzeit als erwartet, versucht dann durch die neuen Reifen, die ungefähr 1,5 Sekunden, die ich vorher Rückstand hatte, rauszufahren, hat dann nicht ganz geklappt, bin dann knapp hinter Lars rausgekommen. Ja, und dann war es eigentlich der zu erwartende Zweikampf. Nochmal identische Pace, am Ende hätten beide als Sieger hier rausgehen können. Wie hast du das Duell wahrgenommen? Wir haben ein paar Mal gesagt, ja, das war an der Grenze vom Lars. Hat dich eigentlich so 2-3 Mal so ein bisschen abgedrängt auf das Ziel, 2 Mal die Spur gewechselt. Wie hast du das gesehen? Auch alles im fernen Bereich? Ich denke mal, das kann man so machen, ja. Also Lars und ich kennen uns ja schon jetzt ein paar Tage und wir fahren nicht das erste Mal so hart gegeneinander, also wir wissen ganz genau, wie weit man gehen kann und von daher war alles in Ordnung.
Okay, das ist das Wichtigste, wenn da noch alles gut ist. Gut, dann danke Justin und dann kommen wir jetzt zum zweitplatzierten Lars Boll. Ja, schade Lars, für den Sieg hat es nicht ganz gereicht. Justin hat es gerade gut gesagt, ihr hättet beide gewinnen können. Wie war das Rennen für dich? Hattest du erstmal durch den Fehler von Justin profitieren können und dann warst du der Gejagte. Wie war das für dich? Ja, ist immer etwas anstrengend, wenn man, naja, fast 20 Runden im direkten Windschatten war und dann das erste Mal wirklich ohne Windschatten. Das ist dann immer etwas schwierig, damit klarzukommen, aber es ging. Ja, als Gejagter, jagen ist schöner, finde ich. Aber ja, war in Ordnung. Hat der Bessere von uns beiden heute gewonnen, ganz klar. Und Ja, vielleicht mit einer kleinen Schlussoffensive hätte da noch was gehen können, aber weiß nicht, ich wollte die Karre dann nicht in die Wand ledern da am Ende noch, aber das ist nachvollziehbar. An der Stelle, wo der Dustin nicht überholt hat, wir konnten das nicht 100% auflösen. Hattest du da Wheelspin oder war es ein kleiner Fahrfehler? Weil auf einmal war er dran an dir. eigentlich nicht. Also er ist einfach besser aus der Kurve rausgekommen, aus der letzten Schikane, ganz klar, aber das war eigentlich in allen Runden so, dass er da besser rausgekommen ist als ich. So, er war halt in dem Moment einfach näher dran als sonst. Nö, eigentlich ein Fahrfehler war da nicht unbedingt. Okay, Also also das war. dann hat er einfach den besseren Kurvenausgang erwischt. Gut, danke dir, Lars. Und dann kommen wir jetzt zum Drittplatzierten, Ferenc Kern. Ja, Ferenc, für dich denke ich mal ein gutes Ergebnis, klasse Rennen. Da hat mich gerade der Luca sofort drauf angesprochen. Was war da los bei dir? Alle Fahrer vor dir haben sich weggedreht. Hast du so viel Druck gemacht, dass die gar nicht anders konnten? Ich weiß es nicht, das funktioniert bei mir schon das ganze Wochenende so. Auch jetzt die zwei Rennen, die ich im offiziellen Service gefahren bin. Oder drei, beim ersten wurde ich abgeschossen, aber zweimal. Ich habe kein einziges Mal jemanden überholen müssen, um einmal Erster und einmal Siebter zu werden. Und jetzt werde ich Dritter. Also nach dem Qualifying habe ich eigentlich mich gerade ein bisschen überrascht, überhaupt hier im Interview zu sein. Ja. War so, keine Ahnung. Mein Ziel war einfach, fahr durch, fahr sanft für die Reifen, weil ich wusste, das kann problematisch werden aus dem Training und dann lass dich mal überraschen, was passiert. Und ja, wie du es erwähnt hast, dann haben mich alle weggedreht. Am Ende wurde es zwar nochmal ein bisschen mies, weil der Klaus nochmal richtig aufgedreht hat und dann guckt man die ganze Zeit so dieses leichte Fernduell. Na, mal, du, er ist 6 Sekunden hinter dir, jetzt nur noch fünf, dann gibst du wieder Gas, dann pushst du wieder, dann hast du aber auch, passt du auf, dass das Auto wieder nicht überfährst. Also trotz alleine rumfahren war es ziemlich anstrengend. Du hast es gerade gesagt, du hättest damit jetzt nicht gerechnet. Wo kam der Sprung her zwischen Training und jetzt hier Rennabend? Ich habe gerade nochmal geguckt. Bei den offiziellen Trainingssessions warst du mit einer 1,38 dabei. Justin Hoppe ist eine 1,34er Zeit gefahren. Wie kam das? Deine beste Runde im Rennen war dann auch eine 1,354. Also wo kam auf einmal dein Speedsprung her? Eigentlich war keiner da, weil die 38er Zeit war mit 100 Kilo, 100 bis 90 Kilo bei ungefähr 43 Grad Streckentemperatur. Jetzt hat man 32, das macht schon mal gut was aus. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob Justins Zeit wirklich 100% Rennsprit war. Ich hoffe nicht. Deswegen, also jetzt im Moment von den Temperaturen her, habe ich mich so gefühlt, bin ich jetzt eigentlich konstant genau das gefahren, was im Moment für mich möglich ist. Also ein richtiger Okay. Sprung, das war wirklich, ich glaube, ich bin einfach, ich habe das Glück gehabt oder habe mich gut genug konzentriert, um sauberer zu fahren als die vor mir. Und deswegen, mit einem Fehler von mir wäre ich auch wieder dann auf einmal auf 6 gewesen oder so. Okay. Gut. Dann danke auch an dich und euch allen drei natürlich dann wieder viel Glück beim nächsten Rennen in 2 Wochen. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir noch mal kurz eine ganz kurze Analyse mit meinen Kollegen Manuel und Luca. Ja, was haben wir für ein Rennen gesehen? Ich denke, wir können zufrieden sein. Wir hatten ein spannendes Rennen, besonders dieses Duell über das ganze Rennen um den Sieg. Was sagt ihr zu dem Rennen? Ja, Ja, war auf. Luca, gerne. Okay. Also ziemlich das Gegenteil von Interlagos, fand ich. Also Interlagos waren ja überwiegend die Zweikämpfe im Mittelfeld, ständig der Duelle. Heute nicht so viele Duelle im Mittelfeld. Dafür hatten wir in Interlagos ein sehr, ja, nicht so spannendes Rennen an der Spitze. Diesmal war es da richtig spannend. Ja, gerne mehr. Ja, dem Ganzen kann ich mich natürlich nur anschließen. Also ich hätte zu Anfang nicht gedacht, dass wir am Ende nochmal so einen knappen
Kampf um Platz 1 sehen. Ich habe eher damit gerechnet, dass wir zwar viele Zweikämpfe sehen, vor allem in der Anfangsphase, aber dass es dann doch so viele am Ende bzw. faire Kämpfe und dann den Kampf um Platz 1 so lange gibt, damit hätte ich auf keinen Fall gerechnet. Auch, dass es doch im Verhältnis so wenige Ausfälle gab. Wir kennen es aus anderen Serien. Da gibt es wesentlich mehr Ausfälle, obwohl die Autos sehr, sehr weniger anfällig sind im Gegensatz zu hier dem McLaren. Also positiv überrascht. Ich freue mich auf jeden Fall in 2 Wochen auf Monza. Bin da unglaublich gespannt drauf und hoffe, dass wir das Ganze dann auch wieder so schön sehen wie heute. Genau. Dann heißt es wirklich nochmal ein bisschen mehr Highspeed als heute. Und ich bedanke mich bei euch beiden. Das war, denke ich, eine ziemlich gute Vorstellung heute Abend. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch da draußen. Schön, dass ihr bis am Ende dabei wart, egal ob im Livestream oder bei YouTube in der Wiederholung. Also, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und denke, dass wir uns dann in 2 Wochen beim nächsten Rennen Monster wiedersehen. Keep racing!